Petra Kelly Stiftung. Mein Name ist Ingo Henneberg und ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Europäische Sicherheitsordnung nach dem russischen Krieg in der Ukraine. Und wir haben uns mit dieser Veranstaltung, diesem Format und auch mit diesem Titel schon ein wenig länger beschäftigt. Als wir die erste Idee dazu hatten, sah es für die Ukraine ein wenig besser aus. Heute hat sich die Lage ein wenig verändert, die Sicherheitslage, aber wir wollen heute auch nicht auf die Tagespolitik schauen, auf die Debatten, wir haben sie gerade schon kurz angesprochen, über Waffensysteme und Geländegewinne, sondern wir wollen den Blick ein wenig weiten und uns fragen, wie denn eigentlich in einer Welt keiner Utopie, keiner Welt in Jahrzehnten, sondern in realistischen Szenarien, wie denn eine Sicherheitsordnung aussehen könnte, nachdem der Krieg in irgendeiner Form geendet hat und uns da aus verschiedenen Perspektiven und auf zwei Panels nähern. Mit den Details möchte ich Sie jetzt an der Stelle gar nicht behelligen. Das macht unser ganz hervorragender Moderator. Nicht zum ersten Mal bei der Petra Kelly Stiftung. Peter Heilrath, Rechtsanwalt, langjähriger Sprecher der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Internationales bei den Grünen und frisch gewählter Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft für Frieden Internationales von Bündnis 90 Die Grünen, wird durch die beiden Panels führen und Ihnen die Panelisten jetzt auch des ersten Panels vorstellen. Ich wünsche allen Beteiligten gute Diskussionen. Und freue mich über die jetzt schon jetzt sehr rege Teilnahme. Ja, vielen Dank, Ingo, für die kurze Einführung. Ich sage kurz vorab, damit sich keiner groß wundert. In der Runde duzen sich einige, andere siezen sich. Wir haben jetzt ein bisschen darauf verzichtet, quasi das Siezen oder Duzen allgemein durchzusetzen. Deswegen wird es ein bisschen wild durcheinander gehen. Das darf niemanden wirklich stören. Wir wollen in der zweiten Hälfte der jeweiligen Panels auch so ein bisschen Fragen aus dem Publikum mit einbeziehen. Das machen wir aber so ein bisschen kuratiert. Ingo ist so nett und sucht die Fragen aus denen, die da gestellt werden, aus. Deswegen so meine Bitte an die Diskussionsteilnehmer, den Button unten mit den Fragen und Antworten zu ignorieren, weil Ingo eben tatsächlich auswählt und mir dann über ein Pad, das in der zweiten Hälfte der Diskussion so ein bisschen zuspielt. Und ich entschuldige mich auch gleich noch, dass ich ab und zu mal ein bisschen husten werde. Ich habe noch einen kleinen Infekt, von dem ich mich erhole, deswegen schlucke ich hier eifrig Hustentabletten zwischendrin. Ich möchte unsere Teilnehmer begrüßen, über die ich mich rundherum sehr freue. Zu einmal Julia Friedrich, Research Fellow am Global Public Policy Institute, beschäftigt sich dort eben mit Friedenssicherheitsfragen, mit einem Schwerpunkt auf Russland und Ukraine und hat auch zwischendrin, war sie in EU Advisory Mission in der Ukraine unterwegs, quasi vorher mal beim GPPI, dann kam die Advisory Mission, dann wieder zum GPPI. Julia, herzlichen Dank, dass du dabei bist. Jörg Lau begrüße ich herzlich, der für diverseste Zeitungen geschrieben hat, meine hochgeschätzte Taz irgendwann mal. Mittlerweile ist er außenpolitischer Koordinator im Ressort Politik der Zeit. Die Bezeichnung musste ich mir jetzt kurz irgendwo raussuchen. Hat sich auch mit der Ukraine in verschiedenen Umfelden intensiv beschäftigt. In diesem Monat mit einem Interview mit Timothy Snyder. Da will ich gleich später auch noch mal ganz kurz in der Frage drauf eingehen. Eine Begegnung, auf die ich so ein bisschen neidisch bin. Danke, Herr Lau, dass Sie dabei sind. Und Professor Carlo Massala, der immer gern als Militärexperte vorgestellt wird, was ihm aber aus meiner Sicht nicht gerecht wird, weil er ja doch viel mehr macht. Er ist Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München, ist also deutlich breiter aufgestellt als nur in Militärfragen. Und ist insbesondere auch Teil des Podcasts Sicherheitshalber, der sicher viel dazu beigetragen hat, sicherheitspolitische Diskussionen allgemein in der gesellschaftlichen Präsenz mit ankommen zu lassen. Danke, Carlo, dass du dabei bist.
Und Robin Wagner natürlich, Mitglied des Bundestages für die Grünen, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, Mitglied auch noch im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Und er ist jetzt hier in der Funktion, insbesondere als Berichterstatter für die Ukraine im Auswärtigen Ausschuss bei uns und als Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe. Er ist zusätzlich auch noch Koordinator der Bundesregierung für den südlichen Kaukasus, Moldau und Zentralasien, aber ist hier in unserer Runde eben nicht in der Regierungsfunktion, sondern mehr als Parlamentarier unterwegs. Ja, wir wollen über was diskutieren, was so ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist. Und ich will eigentlich ganz gern, Robin, bei dir mit so einer Metafrage anfangen, weil mir auffällt oder aufgefallen ist, dass diese Diskussion, die wir heute hier führen wollen, in den USA zum Teil sehr viel intensiver geführt wird. Also diese Frage, wie sieht ein Nachkriegsszenario aus? Wie sind Strukturen, die man sich dann vorstellen kann in diesem Nachkriegsszenario? In der deutschen Diskussion, ich würde sogar sagen, auch in der europäischen Diskussion, muss man solche Fragen ein bisschen mit der Lupe suchen. Hat es, wieso ist das so? Hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass wir, ich sag mal, fast üblich so gerne in Legislaturperioden denken und uns wahnsinnig schwer tun, da weiter in die Zukunft hinein zu projizieren? Was ist da dein Eindruck? Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es für manche mit einer schmerzhaften Erkenntnis losgehen muss, wenn man sich dieser Frage stellen muss, nämlich der Erkenntnis, dass auch nachdem die unmittelbare militärische Auseinandersetzung in der Ukraine beendet ist, wir nicht einen Zustand haben werden, der sozusagen dann zurück auf normal null sein wird. Und das nehme ich bei vielen wahr, dass das so eine Hoffnung ist, die noch mitschwingt. Also auch in der politischen Debatte, wenn dann der sächsische Ministerpräsident überlegt, wann man wieder russisches Gas beziehen könnte beispielsweise oder andere eben immer wieder darauf hinweisen, dass man ja vielleicht demnächst auch wieder andere Beziehungen mit Russland aufnehmen könnte. Und ich glaube, es ist schwer zu verarbeiten, aber notwendig, sich klarzumachen, dass es mit diesem Regime kein Normalzustand im Sinne eines Friedens, im Sinne von freundschaftlichen Beziehungen geben wird. Und das liegt nicht daran, dass wir das nicht haben wollen würden. Ich glaube, wir haben das größte Interesse daran, in guter Nachbarschaft mit Russland zu leben. Aber das russische Regime als solches ist ein inhärent aggressives, auf Instabilität und Unsicherheit ausgerichtetes Regime, was das Ganze also die gesamte Machtausübung im Inland basiert auf Unsicherheit und auf sozusagen ständigem Aufrütteln und alle in Unsicherheit lassen und nach außen eben ganz genauso. Das müssen wir uns erstmal vor Augen führen, wenn wir überlegen, wie kann denn eine, wie du es hier bezeichnet hast in der Frage, so eine Nachkriegssituation aussehen. Das heißt, man wird eine Situation finden müssen, in der wir einerseits einen Umgang mit diesem Regime auf Dauer finden und in der die Ukraine abgesichert ist, davor weiteren Überfällen ausgesetzt zu sein, und in dem wir gleichzeitig irgendeine Form von Beziehung herstellen. Und ich glaube, das, zu erfassen, ist für manche noch so schmerzhaft, dass man deswegen die Diskussion nehmen würde. Ich halte es aber für notwendig, das zu tun. Und ich war gestern noch in der Diskussionsrunde, wo darüber gesprochen wurde. Einerseits die Notwendigkeit, jetzt so schnell und so stark wie nötig und möglich die Ukraine zu unterstützen, um militärisch dieser imperialen Aggression standzuhalten und damit auch unsere Sicherheits- und Friedensordnung hier zu verteidigen. Und andererseits zu wissen, dass man einen langen Atem aufbringen muss in der Unterstützung der demokratischen Kräfte, die für ein anderes Russland arbeiten, die wir sowohl bei uns haben, als auch die in Russland sind. Und da Beziehungen so aufzubauen, Unterstützungsstrukturen, dass sie lange durchhalten können. Denn diese Situation wird sehr lange anhalten. Und das ist eine Lage, der wir uns als liberale Demokratien ausgesetzt sehen und uns darauf einstellen müssen. Vielen Dank erstmal. Herr Lau, ich möchte den Blick so ein bisschen auf die Ukraine lenken. Jetzt auch so durchaus ausgehend von dem, was Robin gerade gesagt hat, auch zum Verhältnis zu Russland, das dann quasi in der Nachkriegssituation entstehen wird. Sie haben mit Timothy Snyder ausführlich auch über sag mal, das gesellschaftliche Gefühl der Ukrainer, also den innergesellschaftlichen Zustand der Ukraine gesprochen. Wie würden Sie, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen über Prognosen spreche, wie tatsächlich eine Situation nach dem Krieg aussehen könnte,
Dann können wir natürlich logischerweise nicht in die Glaskugel gucken, aber wir können, sag mal, wenn wir Extreme ausschließen, zumindest sagen, es ist relativ unwahrscheinlich, dass die Ukraine irgendwann komplett überrannt wird. Und es ist auf der anderen Seite auch vermutlich relativ unwahrscheinlich, dass die Ukraine ihr komplettes Staatsgebiet zurückerobern kann. Können mir die Teilnehmer später gerne nochmal widersprechen mit der These. Aber trotzdem ist es ist quasi eine Kriegsendesituation. Würde immer eine Situation sein, die eine Belastung für die Gesellschaft ist, gerade für eine Gesellschaft, die sich so sehr der Abwehr und der Resilienz verschrieben hat. Wie glauben Sie, könnte eine ukrainische Gesellschaft mit so einem Kriegsende, das zwangsläufig nicht hundertprozentig positiv ist, zurechtkommen? Ich glaube, im Moment ist das Problem ja eher mit der Kontinuität des Krieges zurechtzukommen. Und das, was Sie genannt haben, die Resilienz, die ja erstaunlich ist dieser Gesellschaft, das haben wir alle bewundert in diesen 2 Jahren, dass, um Robin Wagner aufzugreifen, auch auf lange Dauer zu stellen. Also wenn dieser Krieg lange dauert, muss die Ukraine es schaffen, diese gesellschaftliche Resilienz auch auf Dauer zu stellen. Und natürlich sieht man Ermüdungserscheinungen. Ich fand es interessant im Gespräch mit Timothy Snyder, dass er vollkommen allergisch reagierte auf dieses Thema War Fatigue, also Kriegsmüdigkeit im Westen. Und er sagte, wir haben keine Kriegsmüdigkeit, wir sind gar nicht Teil dieses Krieges. Wir sind vielleicht frustriert und enttäuscht, dass sich bestimmte Hoffnungen nicht erfüllt haben, aber Kriegsmüdigkeit gibt es natürlich bei denjenigen, die seit 2 Jahren intensivst und teilweise eben schon 10 Jahre mit diesem Zustand des Nichtfriedens leben. Was diese Nachkonfliktsituation angeht, da haben wir ja eine interessante Situation, dass wir im Moment Versuche sehen, aus der deutschen Politik darüber zu reden, was ich auch nicht von vornherein verwerflich finde. Der Kontext einer Bundestagsdebatte, wo man eigentlich über ein bestimmtes Waffensystem und über all diese Dinge reden will und dann zu kommen mit diesem Mützenich Longshot einfrieren, ist was anderes. Da vermuten ja manche auch schon so eine Art Wandel der Zielsetzung, dass man sich im Grunde einstellt auf ein Verlieren der Ukraine. Das sind alles jetzt Spekulationen, das müssen wir hier nicht weiter ausführen. Aber für mich würde ich sagen, ich finde nicht wahnsinnig entscheidend für die Zukunft der Ukraine, ob in absehbarer Zeit jeder Fitzel Land befreit werden kann. Ich finde diese territoriale Frage, das ist eine prinzipielle Frage. Dazu müssen wir uns klar verhalten und wir werden, glaube ich, hoffe ich, nichts anerkennen, was die Russen erobert haben, illegalerweise sich angeeignet haben. Aber ob es in absehbarer Zeit zu einer kompletten Befreiung dieser Gebiete kommt, ist für mich nicht so entscheidend wie andere Faktoren. Ob die Ukraine weiter eine souveräne Existenz als Demokratie, die sich selbst regiert hat und die dazu auch wirtschaftliche Grundlagen hat, finde ich entscheidend. Entscheidend ist die Frage, ob diese EU-Perspektive, die richtigerweise die Deutschen unterstützen, die wir aufgemacht haben, ob die vorankommt. Und dann ist für mich ganz entscheidend, und da kommt in diesem Jahr etwas auf uns zu, was ein Meilenstein sein wird, nämlich der NATO-Gipfel, ob es eine NATO-Perspektive geben wird oder, wenn nicht, eine analog einer NATO-Perspektive ein Hin zu Sicherheitsgarantien, die dann dieser Ukraine, die mit Sicherheit in diesem Jahr nicht ihre Territorien befreien wird, irgendwann eine solche starke Position gibt, dass der Horror sozusagen nicht nur Territorium, sondern auch die Souveränität einzubüßen, abgewendet werden kann. Und einfach nochmal
zu diesem Thema einfrieren, weil das ja in der Debatte ist, wer sich dafür ausspricht. Und es gibt ja auch eine Möglichkeit, das darüber zu diskutieren in einer Weise, die jetzt nicht sozusagen defätistisch ist, die sagt, gut, es lässt sich halt nicht alles auf einmal befreien. Also einfrieren würde bedeuten, dass man die Ukraine massiv aufrüsten müsste, in ganz anderer Weise, als wir das jetzt tun. Es müsste, wie eben schon gesagt, eine NATO-Mitgliedschaft, ein klarer Weg dahin sein und analoge Sicherheitsgarantien zu einem Artikel 5. Und es würde sehr, sehr, sehr teuer, viel teurer als das, was wir jetzt haben. Und diese ganze virtuelle Diskussion über Bodentruppen, die wir jetzt führen, müsste man dann, wenn man einfriert, glaube ich, ganz offensiv führen, denn das wird dann auch anstehen. Also in dem Korea-Szenario, was jetzt hier so herumschwebt, sind bis heute massive Truppenkontingente der Amerikaner erforderlich, um dieses eingefroren zu halten. Das vielleicht mal so Ja, vielen unfertig in Dank. die Runde geworfen. Ja, dann Julia, an dich dann die Frage, was ist für dich der Blick dann eigentlich auch durchaus aufbauend auf das, was Herr Lau gerade gesagt hat? Was bedeutet das denn tatsächlich für die politischen Forderungen, die die Ukraine selber auch an den Westen stellen wird und auch muss, sowohl was die EU als auch was NATO angeht? Ja, vielen Dank. Also ich wollte dazu gerne ein bisschen illustrieren. Der Begriff Sicherheitsordnung ist ja sehr abstrakt. Ein bisschen konkreter zu werden und ein bisschen mehr darauf zu gucken, okay, was heißt es denn für UkrainerInnen dann in der Praxis, wenn sie sagen, wir möchten, wenn wir von zukünftiger oder auch momentaner Sicherheitsordnung sprechen. In meiner derzeitigen Forschung zu russischer Besatzung in der Ukraine habe ich mich mit mehreren Augenzeugen unterhalten und deren Testimony sozusagen eingeholt. Eine Person aus dem Osten der Region Kharkiv hat mir eben erzählt, wie sie im Keller der dortigen Polizeistation festgehalten und gefoltert wurde. Während diese Person noch eingesperrt war, wurde diese Stadt dann befreit. Und eben diese Person auch. Die ist dann später auch nochmal in diesen Keller zurück und hat die Maschine, mit der sie gefoltert wurde, mitgenommen als sozusagen Beweisstück. Und diese Person ist jetzt an einem Ort, an dem jetzt, 1,5 Jahre nach der Befreiung, wieder 30 Kilometer weiter die russische Armee in Kupjansk steht. Und essentiell ist die Situation ja die gleiche wie am 24. Februar, dass abgesehen von der ukrainischen Armee steht absolut nichts zwischen diesem Mann und der russischen Armee in Kupjansk, die diese Stadt wieder einnehmen kann, was dann logischerweise dazu führen würde, dass diese Person wieder eingesperrt, wieder gefoltert, vermutlich getötet wird. Und wenn wir sagen, Sicherheitsordnung, Abschreckung, also darum geht es. Darum geht es sowohl für die Ukraine, aber darum geht es ja auch für uns. Das hat ja Robin Wagner auch am Anfang sehr deutlich gemacht, dass es eben darum geht, wie das langfristig geregelt werden kann. Und die UkrainerInnen wissen, dass sie eben überall im Land nur dann in Ruhe leben können, wenn diese Frage geklärt ist. Ich glaube, da ist auch die Debatte tendiert dann ja auch manchmal dazu, so ein bisschen zu hinterfragen, okay, aber die UkrainerInnen merken die nicht selber langsam, dass das mit der Befreiung nicht so klappen wird, wie sie sich das wünschen oder vorstellen. Also um die ukrainische Resilienz mache ich mir da weniger Sorgen als irgendwie um uns im Westen, dass wir da durchhalten und dass wir da den Blick aufs Wesentliche behalten. Und das ist eben die Frage, wie Russland abgeschreckt werden kann. Und insofern ist auch die Prämisse der Diskussion nach dem Krieg, also ehrlicherweise ist ja die Frage, wie wir das während dieser kommenden Jahre und Jahrzehnte der Auseinandersetzung mit Russland regeln und nicht erst irgendwie nach einem Ende des Krieges. Ja, soweit erstmal. Vielen Dank. Das ist ganz gut. Dann würde ich gerne diese Begriffe Abschreckung und Sicherheitsordnung mal aufgreifen. Und Carlo, die Diskussion, die ich in den USA so ein bisschen beobachte, auch zu dieser Frage, wie sieht eine Sicherheitsordnung später aus, die bewegt sich so ein bisschen auch um die Frage, will ich quasi mehr eine Hardline-Strategie fahren gegenüber Russland oder eine weniger
Hardline-orientierte Strategie. Also geht es auch eben um diese Fragen, NATO-Mitgliedschaft der Ukraine forcieren, Georgien einbinden, all diese Fragen. Wie blickst du da darauf? Ist tatsächlich die harte Linie, die quasi nur abschreckungsorientierte Linie, der richtige Weg? Oder gibt es nicht auch zumindest Überlegungen, die man anstellen muss, wie quasi eine stabile Sicherheitsordnung am Ende auch ein Stück weit, ja, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber so ein bisschen auch mit Russland am Ende zu fahren, um quasi auch quasi nicht dauerhaft eine Konfrontation der Blöcke, mit der ewigen Hochrüstung gegeneinander zu haben. Also ich glaube, zunächst einmal glaube ich, dass in den USA diese Diskussion auch deshalb geführt werden kann, so wie sie geführt wird, weil die USA weiter weg sind vom Konfliktgeschehen und von dem Ausgang dieses Konfliktes nicht in dem Maße betroffen werden, wie halt, ich sage jetzt mal, die anderen Europäer, die Anrainer der Ukraine und die anderen Europäer. Das eröffnet ganz andere Diskursmöglichkeiten, glaube ich, als sie in Europa der Fall sind. Der zweite Punkt ist, ich glaube, dass wir kurz- und mittelfristig nicht um die harte Strategie umhinkommen werden. Langfristig wird es irgendwann mal eine Situation geben, und das ist definitiv in einer, ich sag mal, Post-Putin, Post-Regime-Ära, in der es Kooperationsangebote auf einem zunächst einmal sehr niedrigen Niveau und immer sozusagen unter der Frage der Reziprozität mit der Russischen Föderation wieder geben wird. Also man kann nicht wegnegieren, dass dieser Staat halt da einfach liegt, wo er liegt. Und wenn er nicht zerfällt in, keine Ahnung, 80 Einzelstaaten, dann wird das ein Faktum sein, zu dem wir uns verhalten werden müssen. Aber da kommen wir auf das, was Herr Wagner gesagt hat, zurück. Solange es wir dort mit dieser neoimperialistischen Agenda oder imperialistischen Agenda, darüber kann man sich jetzt akademisch streiten, ob das Neo oder sozusagen Oldschool ist, zu tun haben, so lange, glaube ich, wird die Hauptaufgabe darin bestehen, Gegenmacht zu Russland zu bilden und sogar Containment gegenüber Russland zu betreiben. Weil nehmen wir mal an, wir haben diese Situation, in der wir ein Ende dieses Krieges haben, wo Russland einen gewissen Teil der Ukraine dauerhaft besetzt hält. Ja? Also mit Russki Mir wird die Ukraine immer in der Gefahr stehen, dass sozusagen ein erneuter Angriff erfolgt. Also ist die harte Linie die Jörg Lau skizziert hat. Ja, die heißt ganz einfach, dann können wir uns überlegen, ob wir sozusagen eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine haben wollen oder ein israelisches Modell oder sozusagen ein koreanisches Modell. Aber es wird ein Modell sein, wo letzten Endes eine hochgerüstete Ukraine da sein wird, die in irgendeiner Art und Weise sozusagen von den Reststaaten unterstützt werden wird. Also wir kommen nicht umhin, über eine mittelfristige Zeit die harte Linie zu fahren, in der Hoffnung, ob die sich erfüllt, ist eine andere Frage, dass in einer langfristigen Perspektive wieder irgendeine Art von Kooperation mit der Russischen Föderation in bestimmten Fragen möglich ist. Okay, vielen Dank. Ich würde übrigens ab jetzt so ein bisschen, wer sich reinreden will, der redet gerne rein. Also hätte jetzt keine Schwierigkeiten, wenn wir die Diskussion jetzt quasi auch so ein bisschen mischen und auch zu einem Ping-Pong-Spiel werden lassen. Aber doch kurz gefragt, Robin, siehst du das genauso? Bist du jetzt auch gerade in Bezug auf die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und die klare Einbindung in das Westbündnis? Ja, sehe ich so und bin auch sehr dankbar dafür, dass es uns gelungen ist, auf den Antrag hin, den ich ja neulich auch im Bundestag eingebracht habe, zur kontinuierlichen Unterstützung der Ukraine, den wir vor 3 oder 4 Wochen oder wann genau es war, beschlossen haben. Da findet sich die Passage drin, dass der Bundestag sich zur vollen euroatlantischen Integration der Ukraine bekennt und die als eigenes Ziel sieht, also sowohl die EU als auch die NATO-Mitgliedschaft. Und ich halte es für richtig, genau das anzustreben. Und ehrlich gesagt glaube ich, wenn man eine richtige Sicherheitsgarantie haben will, ist das die einzige, erstens die einzige, die wirklich funktioniert, die NATO-Mitgliedschaft. Und zweitens
wahrscheinlich auch die einzige, die wir in materieller Hinsicht leisten können, weil eine Aufrüstung der Ukraine so weit, dass sie mit jeder russischen Aggression alleine fertig werden kann, erfordert halt sehr, sehr intensive Rüstungsaktivitäten. Und so ist wahrscheinlich die NATO-Mitgliedschaft das einzig realistische Modell, ehrlich gesagt, wenn man das wirklich sicherstellen will. Ein Punkt, bei dem ich gerne einhaken würde, weil ich da immer drüber nachdenke, das ist jetzt so die Frage auf lange Sicht, wie baut man wann welche Arbeit wieder auf? Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch irgendwann keine Schalterumlegegeschichte. Jetzt ist es so, dass man mit der Russischen Föderation, wie Carlo Massala gerade gesagt hat, wieder zusammenarbeiten kann oder auch nicht. Ich glaube, mit diesem Regime wird man sehr, sehr lange nicht zusammenarbeiten können. Und mit diesem Regime wird man nicht mehr zusammenarbeiten können und keinen Frieden haben können. Ich fände es wichtig, aufzupassen, nicht den alten Betrachtungsfehler zu wiederholen, der sozusagen so eine klassisch-sozialdemokratische Betrachtung war, immer nur das Staatskonstrukt als solches zu betrachten. Und das würde ich jetzt mal aus einer grünen Perspektive sagen. Wir haben immer gesagt, wir müssen die zivilgesellschaftlichen Akteure auch sehen in vielen Staaten. Und deswegen die intensive Verbindung mit Bündnis 90 damals in der DDR und in anderen Systemen. Und ich glaube, das ist was, wo man irgendwann dran anknüpfen kann. Ich rede gar nicht darüber, dass es jetzt im Moment da eine intensive Zusammenarbeit geben kann. Aber ich finde, das ist wichtig, da zu differenzieren und auch jetzt schon aufzubauen und zu schauen, welche Kräfte in Russland gibt es, die für ein anderes Russland stehen, mit denen man Beziehungen haben kann und die man unterstützen kann. Das führt nicht zu einer solchen Form von Zusammenarbeit, wie man sie insgesamt zwischen Staaten hat, nicht zu dem, was man früher hatte. Das wird nicht möglich sein mit diesem Regime. Aber ich finde es wichtig, einen Blick dahin zu lenken und sich nicht nur auf staatliche Strukturen zu fokussieren in der zukünftigen Betrachtung. Ja, hallo bitte. Ja, mir kommt es so vor, als wären wir gerade in so einer Phase der Diskussion zwischen Macron und Mützenich. Ja, also mit der eine sagt, ach, lass uns über Bodentruppen ruhig mal nachdenken oder nichts ausschließen. Der andere bietet schon Einfrieren ein. Das sind also für zwei extreme Ideen, die beide im Moment nicht anstehen, beide enorme Folgen hätten und ich glaube, beide nicht so wahnsinnig hilfreich sind. Aber interessant, dass das jetzt so aufbricht, dieser Diskurs. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass Gesellschaften wie die unsere und ganz speziell die deutsche, die aus den letzten 30 Jahren, die sympathischerweise sozusagen die Lehre gezogen hat, bis manche haben es erst bis als der Krieg neu entflammt wurde in der Ukraine gemerkt, dass das nicht stimmt, die Lehre gezogen haben, die Welt bewegt sich auf mehr Zusammenarbeit, Multilateralismus, mehr Demokratie, mehr internationale Kontakte etc. hin. Die Welt, in der Deutschland ja auch unheimlich prosperiert hat, ist diese Welt nicht nur ein Stück weit, wie die Kanzlerin immer gesagt hat, zusammengebrochen ist, sondern wirklich nicht mehr nach diesem Prinzip funktioniert, dass es zwar noch Win-Win-Situationen gibt, aber das ist nicht mehr die Art, wie wir unsere Außenpolitik organisieren können. Das ist eine wahnsinnige Stresssituation. Das ist eine wahnsinnige Überforderung. Was jetzt verschiedene hier gesagt haben, dieses, wir müssen uns auf lange Sicht einstellen auf Konfrontation. Das ist keine Trivialität für so eine Gesellschaft, die im Inneren nach einem völlig anderen Prinzip funktioniert, nämlich Win-Win, Kooperation. Ja, wir haben auch Polarisierung, aber das ist in Deutschland nicht das bestimmende Faktum unserer Politik, sondern wir haben eigentlich eine Konsensgesellschaft, immer noch, in der zwischen den Grünen und der CSU und Teilen von anderen Parteien, die am Rand stehen, immer noch viel geht. Und ich weiß gar nicht genau, worauf ich hinaus will. Ich wollte es aber in den Raum stellen. Also ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, diese Mindset-Veränderung, die da gerade stattfindet und vor der viele auch zu Recht Angst haben, dass das übers Ziel hinausschießt und dass sie dann ihre Gesellschaft nicht wiedererkennen und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas, worüber man nachdenken muss, wie man darüber redet, wie man das intoniert, wie man das politisch vorantreibt.
Damit wir nicht, das ist im Moment gerade in diesen Wochen so meine Befürchtung, in so ein totales Geschreie und Chaos und was sich dann als Debatte ausgibt, aber keine Debatte ist, abgleiten. Also es ist eine wirkliche Gefahr gerade, nicht nur auf Twitter, dass das entgleitet. Danke. Ich stelle jetzt meine Anmerkung erstmal zurück, weil wenn das jetzt so weitergeht, ist perfekt. Carlo, bitte. Ich wollte zwei Gedanken zu dem, was Jörg jetzt gerade gesagt hat, einbringen. Und wenn ich Jörg im ersten Teil richtig verstanden habe, dann klang ja dieses zwischen Einfrieren und Bodentruppen auch ein bisschen so als Kritik an der Diskussion, wie wir sie jetzt hier führen. Und ich glaube, man muss realisieren, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass A, die Situation für die ukrainische Streitkräfte momentan einfach dramatisch ist. Das muss man einfach so sehen. Das hat was mit Munition und Personalmangel zu tun. Dass B, ich nicht den Willen und die Fähigkeit sehe, sag jetzt mal der Staaten der Rammstein-Konferenz, so in die Gänge zu kommen, dass man die Lücken, die die Ukraine haben wird, bis aller Wahrscheinlichkeit Ende dieses Jahres so schnell wie möglich füllt. Und auch Ende dieses Jahres ist die Frage, ob sozusagen dann genügend vorhanden sein wird, damit die Ukraine zumindest ihre Verteidigungslinien halten kann. Da will ich gar nicht mal reden. Entschuldigung, hier ruft irgendwie jemand ständig an, den kriege ich nicht weggedrückt. Damit die Ukraine zumindest ihre Verteidigungslinien so halten kann, dass Russland nicht noch mehr Geländegewinne macht. Gleichzeitig, und das finde ich halt das Dramatische momentan an dieser Situation, die wir haben, auch wenn wir diskutieren über die zukünftige Sicherheitsordnung oder Ordnung, ich finde, wir sind historisch gesehen in einer Situation, in der wir eigentlich noch nie so viele, ich zitiere jetzt mal Rumsfeld, Known Unknowns hatten, die ganz einfach die weitere Entwicklung ja auch Europas beeinflussen wird. Also Known Unknowns heißt, wird Russland diesen Krieg gewinnen, was immer das auch bedeuten mag? Wie werden die Wahlen in den USA ausgehen? Wie wird sich China verhalten in den nächsten 2, 3 Jahren im asiatischen Raum? Das sind alles Sachen, die sozusagen unsere Sicherheitsordnung massiv mit beeinflussen werden und von denen wir alle nicht wissen, wie die sich ausspielen werden. Deswegen kann ich teilweise eine Hysterie in der Debatte verstehen. Ich halte sie für falsch, ja. Aber ich kann nicht umhin zu sagen, die Situation ist auch ziemlich historisch gesehen einmalig, in der sich die Europäer befinden. Und da habe ich jetzt noch nicht mal davon geredet, dass wir auch innerhalb Europas, und auch wenn ich die Frage natürlich geklärt haben, wie entwickeln sich die demokratischen Systeme in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union? Also Stichwort Frankreich Präsidentschaftswahlen 2027, aber das ist sozusagen nur das große Beispiel. Also es ist eine ziemliche Malaise, in der man jetzt sozusagen schon darüber nachdenken muss, wie baut man eigentlich eine Ordnung auf, wo wir aber nicht wissen, welche Parameter sind es, unter denen wir diese Ordnung aufbauen müssen, die dann gewisse Optionen nehmen oder gewisse Optionen überhaupt erst ermöglichen. Danke, Julia. Ja, um da vielleicht anzuknüpfen, ich hatte mir auch gerade zunächst bei dem, was Herr Lau gesagt hat, aufgeschrieben. Ja, man sollte niemandem Angst machen, aber ehrlicherweise ist die Situation halt auch beängstigend. Also das kann man auch nicht wegreden, sondern das ist so. Und damit und ich weiß auch nicht, inwiefern, also für Robin Wagner ist es vielleicht anders, aber so wie wir, die sozusagen kommentierend außen stehen, inwiefern wir diese Diskussion taktisch führen sollten oder müssen. Aber was ich noch zu diesem Spektrum zwischen Macron und Mitsinnig sagen wollte, ist, dass also ich fand jetzt inhaltlich Macrons Statement auch nicht berauschend, aber ich fand das Mindset, das dahinter steckte, ehrlicherweise schon so, dass ich dachte, da können wir auch in Deutschland was von lernen. Also, dass wir nicht immer nur sagen, wir kommunizieren ganz gerade raus, was wir alles nicht tun, damit möglichst uns dann nichts passiert und möglichst es auch so ein bisschen so wirkt, als wären wir gar nicht so richtig dabei, sondern einfach auch mal ein bisschen taktischer zu überlegen, okay, vielleicht hilft es uns auch, wenn wir da so ein wenig Ambiguität drin lassen, zumindest mehr als dann irgendwie den Medien zu erzählen, irgendwie, wie das ist mit den, wie genau Storm Shadow irgendwie
ne, wie genau die Koordinaten da eingegeben werden. Ja, und ganz kurz noch wollte ich einhaken zu dem, was Robin Wagner zur Zivilgesellschaft und zu Russland gesagt hatte. Also dem stimme ich natürlich zu. Ich denke, vor allem ist da der also ich denke, dass vor allem der Pool an AktivistInnen und PolitikerInnen und Zivilgesellschaft, die in Berlin sind, wäre da eigentlich eine ganz essentielle Gruppe, mit der man irgendwie arbeiten kann. Aber damit man auch auf nichtstaatlicher Ebene in Russland mit irgendwem engagieren kann, braucht es ja diese Akteure erstmal und brauchen die ja erstmal den Space, um überhaupt zu existieren. Und ich glaube auch das wird noch ein paar Jahre dauern. Ja. Danke. Danke. Robin? Ja, mein Gedanke war so einer, der mir eben kam bei der Frage, wie lange oder wie kann man das durchhalten, diese Konfrontationssituation nach außen zu haben. Und mir fiel nochmal auf, dass wir im Grunde auch ja unbedingt die Konfrontationssituation nach innen betrachten müssen. Und wenn wir über lange Sicht sprechen, heißt das ja eben auch, als liberale Demokratie stabil zu bleiben auf lange Sicht. Das greift auch die Frage auf, die im Chat gestellt wurde, warum hält sich die USA so sehr zurück im Moment? Ja, die USA hält sich im Moment so sehr zurück, weil die außenpolitische Debatte vollkommen innenpolitisch missbraucht wird, gerade für eine Auseinandersetzung zwischen Kräften, die völlig aufgeheizt miteinander agieren. Und das ist ein Problem, was ich bei uns eben auch wahrnehme in den Diskussionen, dass wir den Zusammenhang nicht richtig im Moment noch nicht richtig hergestellt kriegen, politisch diskursiv, zwischen der außenpolitischen Bedrohung, die wir haben, und dieser, wie stark diese Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Diktatur auch bei uns ins Land reinwirkt. Und dass wir, natürlich haben wir hausgemachte Rechtsextremisten bei uns, aber wir haben eben auch die russische Beeinflussung genau dieser Prozesse, die immer wieder stattfinden. Und wenn wir uns auf lange Sicht einstellen wollen auf eine solche Situation, dann müssen wir einen Modus finden, wie wir Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und liberale Ordnung stabil halten können, während dauerhaft diese Destabilisierungsaktivitäten durchgeführt werden, die wir in allen westlichen Demokratien und auch in vielen, vielen anderen Staaten beobachten. Ich bin da im Austausch mit vielen Kolleginnen und Kollegen und alle berichten mir im Grunde von solchen Prozessen. Wir hatten das schon bei US-Wahlen, wir hatten das beim Brexit-Votum, wir haben das hier bei Wahlen gehabt und bei allen möglichen Prozessen. Das Auswärtige Amt hat es gerade nochmal dargestellt, wie viele Fake-Twitter-Accounts hier auch nur in einem Monatszeitraum unterwegs waren, der dabei war. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Herausforderung auch an uns als Gesellschaft, diese Bedrohung wahrzunehmen. Wenn wir der außenpolitischen Bedrohung standhalten wollen, heißt das, wir müssen die innenpolitische Stabilität bei uns als Demokratie bewahren. Das halte ich für eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe. Das heißt für uns als Politikerinnen und Politiker auch, dass wir uns ein bisschen am Riemen reißen müssen und man nicht sozusagen jedes politische Taktieren, was man vielleicht sonst in normalen Zeiten machen könnte und jede Auseinandersetzung unbedingt machen sollte, weil wir in einer sehr ernsthaften Zeit sind, in der unsere gesamte demokratische Ordnung gerade angegriffen wird und in der es Kräfte gibt, anders als wir das vielleicht früher in Diskursen hatten, die ernsthaft daran interessiert sind, diese Ordnung zu beseitigen. Und zwar sowohl von außen als auch von innen. Und ich finde, das ist was, und das gilt nicht nur für uns Politikerinnen und Politiker, das gilt für die gesamte Gesellschaft in allen in allen Bereichen, das gilt für jeden, der in sozialen Medien unterwegs ist, das mitzukriegen. Und das hat für mich auch was mit einer erwachsenen Politik zu tun. Das ist auch die Frage von Angst machen. Nee, es gibt, ich glaube nicht, dass wir Leuten Angst machen sollten, aber ich glaube auch schon, dass wir reinen Wein einschütten sollten als Politik, weil wir nur dann wirklich eine demokratische Ordnung stabilisieren könnten, wenn wir Menschen auch so weit ernst nehmen, dass wir ihnen ernsthaft sagen, wie die Lage ist und nicht irgendwelche herbeigewünschten Szenarien oder sowas in die Debatte einstreuen. Denn die führen letztlich nur zur Enttäuschung und befeuern diese Populismus, Trends und all diese Dinge gerade wieder. Also ich glaube, eine erwachsene Politik nach innen ist auch notwendig dafür, um eine außenpolitische Stabilität in so einer Bedrohungslage über lange Zeit durchhalten zu können. Vielen Dank. Ich hoffe, die Runde erlaubt mir, dass ich ganz kurz mal eine Gegenthese so ein bisschen in den Raum stelle, bevor ich Herrn Lau das Wort gebe. Es gab jetzt so den großen Konsens dazu, dass Russland dauerhaft in Containment, also quasi deutlich abgegrenzt und eingerahmt werden muss. Und ich muss vorausschicken, ich bin natürlich in Sachen Solidarität mit der Ukraine, glaube ich, auch jedem Zweifel erhaben. Ich bin ja selber auch im August 22 durch die Ukraine gereist. Habe jetzt auch gerade, nachdem ich vor einer Woche den letzten UN-Bericht über die Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine gelesen habe,
Bin natürlich auch voll, da in der Hinsicht voller Schrecken und mache mir natürlich auch keine Illusionen über die Absichten und den imperialen und kolonialen Charakter der russischen Politik im Moment. Ich frage mich aber trotzdem, ob nicht auch ein so toxischer Player wie Russland am Ende gerade ich denke immer in diesen Nach-Ukraine-Krieg konnte Kategorien theoretisch legitime Sicherheitsinteressen hat, deren Einarbeitung oder Einrahmung zumindest auch letztlich uns in einem gewissen Rahmen nützen könnte. Also ich will, es geht mir nicht darum, hier quasi Russland was zu schenken, sondern es geht im Endeffekt darum, wie kann eine stabile Friedensordnung für Europa aussehen? Und da stellen sich ja eben auch was ich vorhin angedeutet habe, die Frage, will ich Georgien mit dem Südossetien-Konflikt stärker in den Westen einbinden oder will ich mich da vielleicht eher zurückhalten? Ist es wirklich, und das ist eben auch eine Frage, die ich finde, man zumindest stellen muss, nützt es sowohl der Ukraine als auch dem Westen in seinem Streben nach Frieden und Sicherheit in Europa, wenn die Ukraine in der NATO ist? Also ich habe eine Tendenz, aber ich gebe zu, ich bin immer noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Das kurz zwischendrin in den Raum gestellt und bitte, Herr Lau. Ja, wow, das sind jetzt große Fragen. Ich weiß nicht. Ich sag mal, was ich zu ein paar von diesen Punkten denke. Also, die Sache mit der NATO-Perspektive ist historisch erfahrungsgemäß, ist das die Voraussetzung dafür, dass es eine EU-Integration geben kann. Umgekehrt hat man es noch nie geschafft und nie versucht. Also, wenn wir das ernst meinen mit dieser EU-Perspektive, brauchen wir entweder die NATO vorher normalerweise. Und oder irgendwas, was nicht so heißt, aber letztlich dasselbe ist. Oder ein funktionales Äquivalent, wie es bei Niklas Luhmann hieß. Ich glaube, dass also das, was Sie sagen, was Sie ansprechen in Richtung Russland, entspricht absolut meinem Wunsch, dass es möglich wäre. Ich glaube nur, und da komme ich auf das Gespräch mit Timothy Snyder zurück, Voraussetzung dafür ist, dass Russland eine schmerzhafte Erfahrung des Scheiterns macht. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Es kann sein, dass wir das nicht hinkriegen. Also insofern, wenn ich Carlo zuhöre, wie er die aktuelle Lage beschreibt, kann es sein, dass es nicht funktioniert und dass wir uns in ein Szenario rein bewegen, wo keine klare Entscheidung da ist, die Russen mehr Territorium gewinnen, ein super hässlicher, gewaltsamer Partisanenkrieg läuft, wir so halb verloren haben und dann enorme Folgekosten innerhalb der EU anfallen, weil dann das Gerede darüber beginnt, wer ist schuld, also Flüchtlingswellen, die teilweise schon mit doppelten Millionen mit zweistelligen Millionenzahlen prognostiziert werden könnten drohen und so. Also das kann sein, dass sowas passiert. Ich möchte nicht, dass das passiert. Deshalb habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass man das organisieren kann, dass die Russen wo auch immer in der Ukraine endgültig frustriert werden und das aufhört. Also nicht dadurch aufhört, dass sie sich einfach ausbreiten. Insofern, das klingt sehr kalter Kriegermäßig, aber das ist überhaupt etwas, was mir auffällt an dieser Diskussion. Auch wir uns werden Fragestellungen wieder übergeholfen, die man mit dem Kalten Krieg eigentlich überwunden glaubte. Und das betrifft auch das, was Robin Wagner angesprochen hat, diese Wachsamkeit nach innen, also dass man die Demokratie auch im Inneren viel wehrhafter gegen Feinde verteidigen muss. Was mich positiv stimmt, ist, dass da waren diese Demonstrationen, die wir erlebt haben, nach dem Korrektiv, nach der Enthüllung, waren da ein Zeichen, dass viele Leute das verstanden haben. Und es war ein Signal dieser Menschen, dass sie liberal, aber nicht blöde sind.
So, und dass sie gegen die Feinde der freiheitlichen Demokratie sich zeigen wollen und zeigen wollen, dass sie auch eine, dass das nicht die schweigende Mehrheit ist, oder die Mehrheit ist, die sich da bei der AfD organisiert. Aber das sind tatsächlich, das sind Fragestellungen wie aus dem Kalten Krieg, als es das auch gab, Subversion und fünfte Kolonnen, ja. Und das Beunruhigende ist, dass diese historische Analogie eben nicht so richtig funktioniert, weil im Kalten Krieg gab es einen Block und Deutschland hatte mächtige Paten, Westdeutschland und Ostdeutschland hatte auch mächtige Paten, die das ganze Spiel organisiert haben. Wir sind hier allein in diesem Spiel. Wir sind da hineingeworfen ohne große Paten, möglicherweise schlimmstenfalls. Kann es sein, dass Donald Trump rankommt und wir praktisch die USA als eine Art destruktive Kraft erleben, die uns dazwischengrätscht und unsere Politik gegenüber der Ukraine und Russland zu durchkreuzen versucht? Deshalb, ich wollte nicht sagen, dass man bitte den Leuten keine Angst machen soll. Also nicht im Gegenteil, man soll den Leuten keine Angst machen, man soll annehmen, dafür gibt es gute Hinweise, dass die viele Leute schon verstehen, wie ernst die Lage ist und dass sie das sehr zu schätzen wissen, wenn sie auf Augenhöhe angesprochen werden. Die Popularität von Boris Pistorius ist da ein Hoffnungsschimmer. Ja, je mehr beunruhigende Dinge der sagt, umso weiter geht er nach oben in den Umfragen. Also man muss da nicht verzweifeln, man kann die Leute ernst nehmen und ihnen sagen, wie es ist und wird nicht unbedingt dafür bestraft. Ich ergänze ganz kurz eine These, die hier von einem der Fragestellenden, der Zuschauenden eingebracht worden ist. Jürgen Pfannenstein hat so ein bisschen ergänzt und meint, dass wir vielleicht zu so sehr verwöhnt sind aus der Stabilität der Sicherheitsordnung in den letzten 70er Jahren. Und sagt gleichzeitig noch, dass viel vielleicht von der Destabilisierung im Moment auch zu tun hat mit einer Degeneration der demokratischen Gesellschaften. Also ich addiere jetzt ein bisschen, wie ich das verstehe, eben auch durch soziale Medien, durch Radikalisierungen, durch Einflüsse eben von hybriden Angriffen auch aus Russland und China. Deswegen quasi dazu addierend eigentlich zu dem, was Herr Lau gesagt, die Frage, schaffen wir es überhaupt als Gesellschaft, uns wieder so zusammen zu rotten, dass wir so einer Bedrohung auch kollektiv und gemeinsam wirksam entgegnen können? Carlo, bitte. Ich kann da vielleicht direkt dran anknüpfen. Also Pistorius hat ja diesen Satz gesagt, den dann alle zitiert haben, positiv oder negativ, die Bundeswehr muss kriegstüchtig werden. Er hat aber in dem gleichen Satz etwas gesagt, was dann medial untergegangen ist, weil er gesagt hat, die Gesellschaft muss wehrhaft werden. Und ich finde diesen Begriff wehrhaft ein bisschen unglücklich. Ich würde ihn ersetzen durch resilient. Und das ist, glaube ich, das zentrale Problem. Das knüpft an das, was Robin Wagner gesagt hat, glaube ich, an. Dann, wenn wir es nicht schaffen, diese Gesellschaft resilient zu machen. Und resilient heißt viel mehr als Zivilschutz. Ja, also Zivilschutz ist ein Teil davon, aber es ist sozusagen eine Mindset-Frage. Eine Mindset-Frage zu sagen, wir müssen uns darüber bewusst werden, dass letzten Endes wir es mit einer zweifachen Herausforderung zu tun haben. Wir haben es mit einer Herausforderung zu tun, die von außen kommt und die Russland heißt, noch. Möglicherweise auch noch China. Und wir haben es mit einer Herausforderung zu tun, die gegen uns innen gespielt wird, nämlich in hybrider Kriegsform. Und es ist ein Krieg, der da geführt wird. Und ich glaube sozusagen bei den Taurus-Leaks gab es jetzt zum ersten Mal so ein bisschen ein öffentliches Bewusstsein dafür, dass hier dass Russland hier sozusagen versucht, uns zu destabilisieren als Gesellschaft, was es ja schon ganz lange macht. Aber mein Punkt ist, wir kriegen den langen Atem nicht entwickelt, wenn wir die Gesellschaft nicht resilient machen. Das wird Politik nicht durchhalten können. Politik wird nicht eine Konfrontationsordnung durchhalten können,
wenn Gesellschaft nicht resilient ist und diese dann in den Grundzügen mitträgt, dass in den Einzelfällen dann natürlich politisch gestritten wird, das ist geschenkt und normal in der Demokratie. Aber wenn diese Resilienz der Gesellschaft nicht da ist, das Bewusstsein darüber, dass das weitaus mehr ist als nur eine Bedrohung, die von außen kommt, sondern die auch sozusagen nach uns innen hereinwirkt, dann werden wir diesen langen Atem nicht haben als Demokratien. Das ist meine These und davon bin ich felsenfest überzeugt davon. Insofern hoffe ich, dass diese Taurus-Leaks da so ein Window of Opportunity eröffnet haben, durch das jetzt Politik immer stärker springen wird. Der zweite Punkt, Peter, da komme ich auf dich mit russische Sicherheitsinteressen und NATO-Ukraine. Ich glaube, der Punkt ist, natürlich haben Staaten Sicherheitsinteressen. Und diese Sicherheitsinteressen gilt es zu berücksichtigen, wenn sie nicht gegen fundamentale Prinzipien sozusagen der internationalen Politik verstoßen. Und es ist kein legitimes Sicherheitsinteresse, einem Staat zu verbieten, sich irgendeinem Bündnis zum Beispiel anzuschließen. Es ist kein legitimes Sicherheitsinteresse, einen Staat in sein eigenes Staatsgebiet zu inkorporieren und seine Nachbarn zu bedrohen. Das ist alles nicht legitime Sicherheitsinteressen. Deswegen finde ich, sozusagen muss man da unterscheiden, was sind russische legitime Sicherheitsinteressen und was ist sozusagen russischer Imperialismus. Und der Punkt ist, da komme ich auf Jörg Lau zurück, egal ob man es mag oder nicht, es gibt keine härtere Garantie, dass in der Ukraine nicht der nächste Konflikt in 5 oder 6 oder 7 Jahren ausbrechen wird, als eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das würde noch nicht mal ausreichen, sie nur Mitglied zu machen, sondern in diesem Fall bräuchten wir ein wie auch immer geartetes Forward Deployment. Also wir bräuchten sozusagen 1 oder 2 Brigaden rund um Kiew, um sicherzustellen, dass wir da so eine Trip, also so ein Stolperdraht haben, wo es sich die Russen möglicherweise dreimal überlegen, ob sie den Angriff auf Kiew nochmal wagen, weil sie dann noch stärker befürchten müssen, mit der NATO konfrontiert zu werden. Und das kann man mögen oder nicht, aber ich glaube, es gibt dazu keine Alternative. Werden das die Russen als Provokation empfinden? Ja, werden sie. Aber wie gesagt, dann ist die Frage sozusagen, da kommen wir in die grundsätzliche Problematik, ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, die die SPD hat. Worauf gucken wir? Auf Russland? Ja, oder gucken wir sozusagen auf den ganzen Zwischenbereich auch? Wenn wir auf den Zwischenbereich gucken, und das heißt halt von Polen bis zur Ukraine, dann kommen wir um eine NATO-Mitgliedschaft nicht drum herum. Wenn wir nur auf Russland gucken, wie große Teile der Sozialdemokratie es früher gemacht haben und kleinere es heute wieder machen wollen, dann natürlich ist das eine Provokation und wir sollten die Finger davon lassen. Aber dann schmeißen wir wieder Mittel- und Osteuropa unter den Bus. Danke. Robin? Ich glaube, man kann sich auch mal angucken, wie solche NATO-Beitritte vonstatten gehen oder von wem die ausgehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass gerade irgendein NATO-Mitgliedschaftswerbebeauftragter rumlaufen würde und dafür werben würde, dass die Ukraine unbedingt NATO-Mitglied werden soll oder dass die NATO-Mitgliedschaftswerbebeauftragten in Finnland oder in Schweden gewesen wären. Genau wie übrigens bei einer ganzen Reihe an anderen Beitritten, die in der Vergangenheit gelaufen sind. Es scheint einen Grund zu geben, dass Länder in der Nachbarschaft von Russland ernsthafte Sorgen um ihre Sicherheit haben. Und jetzt kann man natürlich immer mit russischen Sicherheitsinteressen kommen, aber ehrlich gesagt würde ich mir anstelle Russlands dann irgendwann mal Gedanken darum machen, warum offenbar Länder in der Nachbarschaft Russlands diese ernsthaften Sorgen haben. So, also das ist jetzt natürlich ein bisschen ironisch gefragt, jedem ist ja vollkommen klar, was die Sorgen sind, aber das ist ja das eigentliche Problem und die Frage von Sicherheitsordnung und Berücksichtigung von russischen Sicherheitsinteressen, es ist ja nicht so, dass es sowas nie gab. Auf Initiative der Sowjetunion wurde der KSZE-Prozess damals gestartet. Das war ja eine Idee von Brezhnev, das zu machen. Dann hatten wir die Charta von Paris, in der festgeschrieben wurde, wie europäischer Frieden aussehen soll, wo unter anderem festgeschrieben war, erstens Bündnisfreiheit für jeden Staat, jeder kann selber wählen, was er macht, und Grenzen werden nicht mit Gewalt verschoben. Also im Grunde gibt es genau so ein Konstrukt, wo man sich ausgedacht hat, wie wir in Europa zusammenleben wollen, was diese Interessen berücksichtigt. Dieses Konstrukt wird gerade von Russland mit Füßen getreten und versucht zu schreddern. Das Konstrukt, nach dem keine Grenzen in Europa mit Gewalt verschoben werden und nach dem jeder Staat sich selber überlegen kann, mit wem er sich verbünden möchte. Aber auf eine solche regelbasierte Ordnung wieder zurückzukommen, glaube ich, das sollte unser Interesse sein, das zu tun. Also das ist einerseits die OSZE als Organisation, die das widerspiegelt und die Mechanismen, die drin sind, weil ich auch nicht glaube, dass man jetzt was völlig Neues dafür nochmal wieder schaffen kann. Aber das insgesamt Verständnis dafür, wie diese Friedensordnung aussieht. Und
Das zur Frage der russischen Sicherheitsinteressen dabei. Das andere, die Frage, und die war ja auch im Chat, ist das alles jetzt nur eine Frage von ausländischer Beeinflussung, was bei uns an Instabilitäten vielleicht laufen kann oder so? Nee, so einfach ist es nicht. Und das finde ich ist ja auch Teil der Komplexität der Lage, die man sich zumuten muss. Das eine ist das, was an hybridem Angriff von Russland passiert, an direkter Beeinflussung von Prozessen bei uns. Das andere ist das, was hausgemacht bei uns kommt, als eine Reaktion auch auf die vielfältigen Umbrüche, die in der Welt gerade stattfinden. Mit einer Klimakrise, mit einer Globalisierung, mit einer Digitalisierung. Alles sehr kompliziert und unüberschaubar mit internationalen Finanzbeziehungen und mit Krieg. Und eine Reaktion von Menschen darauf ist ein Abdriften in Populismus, in Nationalismus und in verschiedene Extremismen. Diese Phänomene berühren sich aber gegenseitig und werden gegenseitig angeschoben. Also ich glaube, das ist einfach die Sache, der wir uns aussetzen müssen, dass das nicht völlig isolierte Dinge voneinander sind, sondern sie auch aufeinander bezogen sind und Russland und auch andere Akteure genau diese Prozesse bei uns befeuern. Denn nur wenn wir das betrachten, aber eben auch den hausgemachten Teil betrachten, können wir dem als Demokratie stabil begegnen. Das ist das, was ich meinte mit einer erwachsenen Politik und mit dem Zumuten von Realitäten und sowas. Das wirkt gegen diesen hausgemachten Teil, den wir bei uns haben. Vielen Dank, Robin. Wir haben gerade gesehen, dass Carlo rausgeflogen ist. Nicht wundern, ich versuche jetzt gerade mal die Petra Kelly Stiftung zu erreichen, dass sie ihn wieder reinnimmt, weil er ist technisch eigentlich wieder da, muss nur angeklickt werden. Aber in der Zwischenzeit, Julia, bitte. Vielen Dank. Ich wollte noch einen Punkt machen zur NATO-Mitgliedschaft. Also uns ist ja allen klar, dass momentan es keine politische Mehrheit dafür innerhalb der NATO gibt. Aber da stelle ich, also und auch in Deutschland ja nicht, also das ist ja keine Politik, die die Bundesregierung sozusagen oder also aktiv jetzt gerade, also auf dem Papier vielleicht schon, aber aktiv politisch wird das gerade ja nicht verfolgt. Zumindest im Kanzleramt nicht. Und da frage ich mich dann schon, was wir denn denken, was die Ukraine tun wird, wenn sie langfristig kein NATO-Mitglied wird. Also die Ukraine wird es wird irgendeine Form von nuklearer Komponente des Schutzes der Ukraine brauchen. Sonst kann der Staat langfristig nicht hoffen zu existieren. Und wenn sie nicht Teil der NATO wird oder eben der, wie Herr Laut gesagt, funktionales Äquivalent, eine solche Regelung gefunden wird, die irgendwie die Zuteilung zu einem anderen Nuklearschirm irgendwie regelt, dann wird die Ukraine über kurz oder lang, nicht jetzt, nicht heute, nicht morgen, aber perspektivisch versuchen, wieder eine eigene Atommacht zu werden. Sonst, wie soll denn die Ukraine sich sonst eine langfristige Zukunft irgendwie organisieren? Also das wär mein Beitrag zur Frage NATO-Mitgliedschaft. Ja, nein, ich denke, es ist unterm Strich für uns alle die beste Variante. Zu den russischen Sicherheitsinteressen, also da finde ich, muss man unterscheiden zwischen den Sicherheitsinteressen dieses Regimes und eben der Menschen in Russland. Also natürlich haben Menschen in Russland legitime Sicherheitsinteressen, die übrigens von diesem Regime nicht gewahrt werden. Und natürlich hat Russland völkerrechtlich das Recht, dass seine Grenzen, seine völkerrechtlich anerkannten Grenzen nicht verletzt werden, zum Beispiel. Aber dass die Sicherheitsinteressen, die Russland vorbringt oder vorgebracht hat, zum Beispiel in diesen Gesprächen, kurz bevor die Vollinvasion gestartet wurde, Anfang 22, das sind ja keine legitimen, also das ist ja nicht das, worüber wir reden, sondern das sind Sicherheitsinteressen, die das Regime vorbringt, um zu überleben. Und insofern, finde ich, müssen wir sie auch als solche behandeln und differenzieren also diese Begriffe einfach nicht vermengen. Und mein dritter Punkt ist, dass wir haben jetzt sehr viel über die Verunsicherung gesprochen und eventuell stehen wir alleine da, wenn Donald Trump gewählt wird. Und ich will das nicht verharmlosen oder sagen, wir sollten uns darauf nicht vorbereiten. Aber wir sind schon auch Teil der EU, das sind 27 Mitgliedstaaten. Wir sind schon auch das größte Industrieland in Europa. Wir sind schon nicht machtlos. Und im Gegensatz zu sehr vielen anderen Konflikten, die auf der Welt gerade stattfinden, ist das einer, in dem wir tatsächlich auch Einfluss darauf haben, wie es weitergeht. Also ich finde manchmal, ja, sind wir so voller Schockstarre, dass es irgendwie auf uns ankommt. Aber eigentlich ist es doch auch, kann auch positiv sein. Es kann auch kann auch dazu führen, dass Menschen erfahren, dass sie wirkmächtig sind. So, wir können wirkmächtig sein in der Welt. Das ist auch, kann auch gut sein. Und es kann auch lehrreich sein für Deutschland. Also ganz Mutterseelen alleine sind wir nicht. Und ich finde,
Wir sollten uns mehr selber zum Handeln ermutigen und animieren, als darin zu versinken, dass alles so schlimm ist. Vielen Dank. Ich füge jetzt mal noch eine Frage ein, und zwar von Daniel Hecken, der netterweise auch ein BAG-Kollege von mir ist und von dem ich auch weiß, dass er die Frage aus Tel Aviv stellt, wo er gerade als Soldat eine Ausbildung macht. Ich lese mal vor, weil das ein kleiner Absatz ist, und ich nichts auslassen will. Er schreibt: Es drängt sich ja zunehmend der Eindruck auf, dass wir Deutschland, aber auch andere EU-Staaten versuchen, den Konflikt zu managen, auch aus ökonomischen Gesichtspunkten, statt zu einer Entscheidung zu führen. Überspitzt gesagt, fehlt der Wille dazu. Dies könnte ja dazu führen, dass sich die Glaubwürdigkeit der konventionellen Abschreckung reduziert und damit eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine im Extrem wirkungslos wäre. Anders formuliert, wäre es nicht jetzt an der Zeit, die Unterstützung signifikant finanziell und materiell zu erweitern, um auch die langfristigen Kosten ökonomisch und gesellschaftlich zu senken. Ich denke, was die jetzige Unterstützung angeht, sind wir sicher da alle einer Meinung. Aber die spannende Frage ist diese Frage mit der Glaubwürdigkeit der Abschreckung. In welcher Falle oder welcher Problematik sind wir da möglicherweise? Wer möchte dazu was sagen? Ja, der Carlo versteht am meisten davon, aber ich gehe gerne mal voran. Ich glaube, dass da ein psychologisches Hauptproblem unserer deutschen Strategie liegt bei dieser Frage. Also einmal kann man es definieren, haben wir Agency, haben wir Handlungsfreiheit, Handlungsmacht? Oder reagieren wir auf bestimmte Situationen und versuchen dann vielleicht das Schlimmste zu verhindern? Das ist bisher, so wie ich das wahrnehme, unser Modus. Und wir in Gestalt des Bundeskanzlers haben ja deshalb auch diese zen-buddhistische Formel entwickelt, dass die einen nicht gewinnen und die anderen nicht verlieren dürfen und so weiter, um zu vermeiden, uns da zu entscheiden. Deshalb habe ich mich so gefreut und auch gewundert über den Bundestagsbeschluss, in dem das abgeräumt wird. Das ist aber das eine, ist das in einem Bundestagsbeschluss mal abzuräumen. Und das andere ist diese tiefe Hemmung, die da ist, in die erste Reihe zu gehen. Dafür steht dieses ganze sinnlose Taurus-Gerede. Meiner Meinung nach steht eigentlich symbolisch dafür. Das ist etwas, das wir setzen. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber wir setzen das jetzt als etwas, das bedeutet, wir gehen in die erste Reihe. Und dann kriegen wir es auch ab. Das ist ja sozusagen die psychologische Begründung, warum wir das nicht machen. Und alle anderen Begründungen kommen dann hinterher, wenn man es gerade braucht. Das ist diese Hemmung steht dem entgegen, dass wir selber wirklich effektiv abschrecken. Deutschland ist dazu psychologisch nicht in der Lage. Das ist mein Gefühl. Wir verlassen uns dabei, wir sind ja auch de facto nicht dazu in der Lage. Wir merken aber, dass wir in diese Lage kommen könnten in absehbarer Zeit. Das ist wieder das Menetekel Trump. Sind jedenfalls rhetorisch dazu in der Lage. Das ist die französische Situation. Frankreich hat das Paradigma strategische Ambiguität. Das ist letztlich der Abschreckung geschuldet. Und wir haben das Paradigma rote Linie. Das ist das Gegenteil von Abschreckung. Das ist sozusagen Selbstabschreckung. Und ich weiß nicht, wie man da rauskommt. Also im Moment sehe ich uns gefangen vor diesem Schritt. Und das müssen fachkundigere Leute sagen, ob wir diesen Schritt auch gehen könnten. Oder ob das, ich glaube, bei Scholz gibt es sozusagen auch das Gefühl, wenn er irgend so einen Schritt machen würde, wie das Macron macht, dass das hohl wirken würde und dass das letztlich fake wäre, weil man das nicht unterlegen kann mit Fähigkeiten. Und vielleicht stimmt das ja. Dann ist es Ich will trotzdem aber sehr beunruhigend, muss ich sagen, wenn es stimmt. da ganz
kurz noch was dazu sagen. Ich finde die Analyse von Jörg Lau ziemlich treffend. Wir Deutschen haben momentan ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also wir können nicht auf strategische Ambiguität und Abschreckung setzen, weil wir dazu selber momentan noch nicht in der Lage sind. Also wir haben ein relativ, das weiß ich aus vielen Diskussionen, ohne dass ich darauf jetzt näher eingehe, wir haben ein relativ realistisches und klares, zum Beispiel Kriegsbild über die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Russische Föderation sich wieder stark genug fühlt, um den nächsten Schritt zu gehen? Und wir wissen konzeptionell, was man eigentlich tun müsste, um sie davon abzuhalten. Wir haben die Fähigkeiten nicht. Und damit wäre auf Deutschland sozusagen das alles hohl. Was nicht bedeutet, dass man sich nicht im Schlepptau zu einem Frankreich reinbegeben kann. Auch wenn ich sagen würde, Macron hat diese strategische Ambiguität, die ich ja völlig richtig finde, 2 Jahre zu spät entdeckt. Aber dass man sich da in den Schlepptau reinbegeben kann. Aber wir können momentan in der Tat, also sowohl innenpolitisch als auch sozusagen außenpolitisch, glaubwürdig da nicht die Speerspitze sein. Dazu brauchen wir noch Zeit, wenn wir jemals dahin kommen werden. Bevor ich Robin das Wort gebe, ganz kurz dazu noch ergänzend. Christian Mölling hat ja vor Ende letzten Jahres mal in einem Thesenpapier durchgerechnet, wie lange es dauert, bis Russland möglicherweise militärisch wieder in der Lage wäre, ein NATO-Land anzugreifen. Das waren 5 Jahre, glaube ich, genau, wenn ich mich richtig erinnere, so in dem Rahmen. Und deswegen tatsächlich, also quasi eigentlich ergänzend zu dem, was Carlo gesagt hat, auch an Robin die Frage, wie reagiert der parlamentarische Raum darauf? Hast du das Gefühl, dass sich dann doch nochmal irgendwas an die Zeitenwende so weit entwickelt, dass wir dem tatsächlich auch wirkungsvoll entgegnen können? Oder rauschen wir in der Tat in diese Glaubwürdigkeitsfalle hinein, die jetzt von Jörg Lau und von Carlo beschrieben wurde? Ich glaube, der parlamentarische Raum hat ja gerade einen relativ klaren Beschluss dazu gefasst, mit dem, was wir als Parlament so beschließen können. Und die Debatten finden alle im parlamentarischen Raum gerade statt, wobei wir schon auch noch parlamentarisch die Antwort darauf brauchen, wie wir all das finanzieren, was notwendig sein wird, weil wir unter dem Mantra der Schuldenbremse irgendwann auch ein Problem haben, nicht nur den militärischen Teil zu finanzieren, sondern auch den Spionageabwehrteil, den Cyberabwehrteil und den Teil der Demokratiestabilisierung und den Teil gleichzeitig die sozialen Sicherungsnetze so aufrechtzuerhalten, dass wir nicht dadurch auch wieder eine innere Stabilität in Gefahr bringen würden, wenn wir da rangehen, und die Wirtschaft zu stabilisieren. Also ich glaube, das ist eine Debatte, die wir noch haben, aber grundsätzlich sehe ich schon im parlamentarischen Bereich oder habe ich jedenfalls bis vor kurzem gesehen, eine stärkere Entschlossenheit mit dabei. Ich will an einer Stelle ein bisschen widersprechen zu dem, was gerade an Gedanken sowohl von Jörg Lau als auch Carlo Massala gekommen ist. Das ist die Frage, können wir das glaubwürdig unterlegen, wenn wir vorangehen? Und ich finde, es muss ja gar nicht immer darum gehen, dass ein Land alleine voranprescht, um das Ganze zu machen. Sinnvollerweise würden wir das ohnehin abgestimmt mit unseren Verbündeten tun. Und ich glaube, das ist auch das, was gemeint sein kann oder was es sinnvollerweise sein kann, wenn man von einer deutschen Führungsrolle spricht. Das ist nämlich eine, die auch andere mitnimmt und das gemeinsam tut. Das muss ja nicht die gleiche sein, wie die USA das immer interpretieren, sondern sozusagen eine eigene, wie wir es interpretieren würden. Und so verstehe ich auch das, was ich immer wieder höre, wenn ich irgendwie mit unseren mittel- und osteuropäischen Freundinnen und Freunden spreche, wenn die uns sagen, übernehmt doch die Führungsverantwortung auch dann mal. Dann ist, glaube ich, genau sowas damit gemeint. Und dafür müssen wir aufpassen, dass wir nicht selber die Bündnisse, die wir haben, auch noch schlecht reden und kaputt reden. Das ist der Punkt, der mir so große Sorgen daran macht, wenn man immer darauf schaut, dass andere vielleicht bestimmte Dinge machen können, weil die Nuklearwaffen zur Verfügung haben oder dass wir nur exakt das Gleiche machen können wie die USA, weil sie uns sonst nicht schützen würden. Das klingt ja so, als ob wir uns selber schon nicht mehr auf Artikel 5 NATO verlassen würden. Und wenn wir das schon nicht tun, dann frage ich mich, worauf basiert denn unsere Sicherheit hier noch, wenn sie nicht auf diesem transatlantischen NATO-Konstrukt beruht, in dem wir einen starken europäischen Pfeiler brauchen. Aber das ist die Basis für das, was wir haben. Und ich finde, da müssen wir daran arbeiten, das Vertrauen darin wieder stark zu haben und in diesem Rahmen dann eine deutsche starke Rolle einzunehmen. Und das, glaube ich, wird ohnehin auf uns zukommen. Das ist nämlich der zweite Widerspruch, die Frage des Damoklesschwerts Trump, was über uns schwebt, was richtig ist, dass es da ist. Aber der ständige Blick darauf klingt ja so manchmal, als ob man so weitermachen könnte wie bisher, wenn Trump nicht gewählt wird. Und selbst die gutmeinendsten und gutwilligsten
transatlantischsten Demokraten, mit denen ich spreche, sagen mir, ihr müsst mehr Verantwortung übernehmen, weil wir auch selber eine größere Konzentration Richtung Pazifik auch aufbauen müssen und weil wir das von euch erwarten. Und ich finde, in einem gewissen Bereich erwarten sie es auch zu Recht von uns, dass wir da mehr tun. Also wenn wir innerhalb dieser NATO gemeinsam Sicherheit garantieren wollen, dann müssen wir auch unsere Aufgaben wirklich übernehmen. Und das höre ich nicht nur, das ist eben nicht nur das, was Trump auf seine extrem platte und wirklich sehr, sehr gefährliche Art und Weise raushaut und wo ich mir auch Sorgen drum mache, sondern das sagen auch andere und ich finde, darauf müssen wir auch reagieren, denn schon jetzt reicht es ja nicht, was an Engagement da ist. Danke. Hallo? Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich hatte das ein bisschen so in erlebter Rede gesagt, was ich eben gesagt habe. Das war gar nicht meine Meinung, dass wir nicht nach vorne gehen können, sondern das war sozusagen meine Darstellung dessen, wie ich erlebe, wie die Bundesregierung agiert. Und in der Tat, nochmal, um auf dieses Taurus-Beispiel nochmal zurückzukommen, da habe ich mich gefragt, warum man das nicht im Schutze einer Koalition der Willigen mit den Briten und Franzosen gemacht hat. Dann hätte man es sehr viel besser im Land erklären können, warum man diesen Schritt geht. Wir sind nicht allein, das ist jetzt einfach die nächste Stufe und so weiter. Und man hätte auch faktisch einen Schutz dieser Koalition gehabt und so weiter. Dass man es nicht tut, spricht für mich für irgendwas. Nämlich, dass man sucht nach Punkten, wo man nicht mitzieht und nicht mitgeht und wo man erstmal abwartet nach dem Motto, Kamerad, geh du voran, ich habe Familie. Das ist, obwohl wir in der Summe sehr viel tun, bleibt es in diesem Modus, dass wir nicht agieren, sondern reagieren. Und ja, was Sie sagen zum Thema Trump ist absolut richtig. Es wurde schon auch bei dem Wechsel von George W. Bush zu Obama wurde es schwieriger, überraschenderweise für viele, die sich gedacht hatten, ja, dann nervt uns nicht mehr der George W., aber dann kam Obama mit dem Satz Trittbrettfahrer und jetzt ist mal gut und jetzt müsst ihr mehr tun. Das wird genauso bei einer zweiten Biden-Amtszeit sein und dann noch besonders dadurch befördert, dass sich ja die objektive Lage so verändert hat, dass wir was tun müssen, dass es gar nicht darum geht, was die Amerikaner wollen oder so. Das ist gar nicht unser Problem. Ja, das nur kurz von mir dazu. Vielen Dank. Ich möchte noch mal ganz kurz so ein bisschen versuchen, den Blick noch mal ein bisschen in das Nachkriegsszenario zu lenken. Es wurde ein bisschen im Chat auch angesprochen, wir reden die ganze Zeit über NATO, aber es gibt ja auch noch die UN, eventuell auch noch die OSZE. Deswegen die spannende Frage, ist das denn überhaupt denkbar, dass zum Beispiel eine OSZE 2.0 in der zukünftigen Friedensordnung eine Rolle spielen kann? Wir haben ja schon benannt, wie dass Russland sich um Helsinki, Budapest, Paris einen Teufel geschert hat. Man also auch schwer Vertrauen für solche vertraglichen Konstellationen aufbauen kann. Ich habe in einem Papier von der RAND Corporation die Idee gelesen, sowas wie ein Snapback-Mechanismus wie beim Iran-Deal in quasi Verträge mit Russland in Bezug auf Abbau von Sanktionen einzubauen, um da so quasi ohne Vertrauen quasi einen Sicherungsmechanismus zu haben. Denkbar oder abwegig? Julia, du hast die Hand schon gehoben, deswegen bin ich so frei. Ja, nur kurz zur OSZE, weil das eines meiner Lieblingsthemen ist. und ich würde, also wir können das auch gerne in der Runde diskutieren, aber ehrlicherweise bin ich mir nicht sicher, ob die OSZE in der jetzigen Form, also ob es eigentlich einen Sinn hat, dass diese Organisation so noch existiert. Also ein kooperatives Format mit Russland führt derzeit nirgendwo hin. Ich weiß nicht, also mir ist sehr unklar, was der Mehrwert davon ist, dass sie momentan diese Organisation noch weiter irgendwie agiert und wir da gemeinsam mit den Russen drin sitzen. Und ich habe auch den Eindruck, dass ohne jetzt,
Also die OSZE war eine historische, wunderbare Errungenschaft und es soll nicht so klingen, als fände ich das nicht toll. Aber im jetzigen Zeitpunkt habe ich das Gefühl, dass die OSZE all die Reflexe in Deutschland bedient, die wir jetzt abstellen müssen. Also so dieses, ja, aber es kann doch, wenn wir nur genug wollen und wenn wir nur irgendwie genug Geduld haben und genug miteinander reden, dann können wir doch zusammenkommen und dann können wir auch, obwohl wir dachten, es wäre nicht möglich, können wir zu einer gemeinsamen Schlussakte kommen und können wir uns irgendwie einigen auf fundamentale Grundwerte. Und das sehe ich einfach nicht. Und deswegen bin ich, also würde ich, ja, widersprechen Sie mir gerne, wenn Sie das anders sehen, aber ich bin wirklich der Meinung, dass man die OSZE in ihrer jetzigen Form einfach mal auf Pause drücken oder abschaffen oder keine Ahnung. Und dann können wir gerne mit einem anderen Regime in Russland in 30 Jahren eine neue gründen, finde ich super, aber jetzt so glaube ich nicht. Danke, Carlo. Ich würde Frau Friedrich da völlig zustimmen. Ich würde sogar noch ergänzen. Ich meine, wenn man sich anschaut, mit welchen Erwartungen die OSZE in den 90er Jahren gestartet ist und ins Feld gegangen ist und wo sie schon vor der zweiten Angriffswelle gelandet ist, dann ist das das Klassische sozusagen als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet. Also diese Organisation war in großen Teilen, und jetzt rede ich nicht von Wahlbeobachtungen und sowas, aber war in großen Teilen schon bedeutungslos, bevor Russland das zweite Mal angegriffen hat. Und die OSZE gerade hat ja auch erhebliche Probleme, genau mit dem Faktum, wie gehe ich eigentlich mit dem imperialistischen Staat als Mitglied innerhalb dieser OSZE um? Deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwelche Erwartungen an die OSZE zu richten oder man Erwartungen an die OSZE richten sollte. So eine Organisation kann eine Rolle spielen, wenn letzten Endes alles andere geklärt ist und reguliert ist. Also wenn es eine stabile Balance gibt zwischen, ich sage jetzt mal, einem Russland und seinen Verbündeten und den anderen Staaten des europäischen Kontinents. Aber sie wird nicht den Anstoß geben zu einer Reform des Verhältnisses zwischen Russland und dem Rest. Bei den Vereinten Nationen ist es so, da würde ich jetzt mal den Bogen ein bisschen größer spannen. Es sind ja eigentlich fast ausschließlich wir Deutsche, die einen UN-Romantizismus entwickelt haben, der ja nie der Realität entsprach. So, also wir haben diese Organisation als so eine Art Ersatz-Weltregierung angesehen. Wir haben ja uns selber an Entscheidungen des Sicherheitsrates gebunden, um selber handeln zu können. Und haben eigentlich völlig vergessen, dass die Vereinten Nationen, ich meine jetzt nur mit Blick auf den Sicherheitsrat und die Wahrung des Weltfriedens, ne? Dass die Vereinten Nationen eigentlich genauso jetzt momentan funktionieren, wie sie auch gebaut worden sind. Die sind ja von Anfang an nicht so gebaut worden, dass man gesagt hat, sozusagen, das ist das Dach für alles Mögliche. Die sind von Anfang an mit dem Vetorecht so gebaut worden, dass man gesagt hat, wenn ein Staat bestimmte Sachen nicht mitträgt, dann ist es völlig okay, dass diese Organisation nicht handeln kann. Da sind wir jetzt wieder zurück, nachdem wir 30 Jahre lang geglaubt haben, diese Vereinten Nationen entwickeln sich in so einer Art Weltregierung. Und die Frage, die sich uns stellen muss als Deutsche, wie reagieren wir darauf in unserer eigenen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Was machen wir, wenn, was wir ja gerne wollen und was ja auch sozusagen, so wird ja auch unsere Verfassung interpretiert, wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf absehbare Zeit nicht mehr in der Lage ist, Mandate zu erteilen für bestimmte Dinge? Er funktioniert noch, es werden ja Mandate auch weiterhin erteilt, aber eher sozusagen, ich sage jetzt mal, nicht in den hochpolitischen Einsatzfeldern. Das ist eine Diskussion, die wir ja gar nicht führen in Deutschland. Breit. Aber das ist eine Diskussion, die wir führen müssen, weil es unserer außenpolitischen Kultur entspricht, zu sagen, wir wollen unbedingt Mandate vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und wenn die in Zukunft nicht mehr kommen werden, dann haben wir ein Problem. Gleichzeitig, und das hat man bei dieser Mission am Roten Meer gesehen, sagen mir Völkerrechtler, ich bin keiner, aber mir sagen mir Völkerrechtler, das Völkerrecht ist eigentlich heute schon weiter als die deutsche Verfassung. Also da stellt sich auch die Frage, inwieweit sozusagen sind wir bereit, diesen Gap zu schließen? Und das sind alles Diskussionen, die wir im Moment nicht führen, die aber, glaube ich, dringend notwendig sind, weil wir ansonsten auch in so ein strukturelles Problem für die deutsche Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik hineinlaufen. Vielen Dank. Robin, bitte. Ja, und da muss ich mir gleich mal unbedingt Strom organisieren, weil mein Rechner gerade meckert, dass er gleich leer ist.
Ich wollte nur ganz kurz bei dieser OSZE-Geschichte einmal reingehen, weil ich den Eindruck habe, dass es eine überfrachtete Erwartungshaltung ist an die OSZE. Und das fand ich, war dann bei Carlo Massala der richtige Einschlag am Ende zu sagen, kann eine Rolle spielen, wenn bestimmte andere Dinge geklärt sind und wird aber nicht den Anstoß dafür geben, dass es geklärt wird. Und ich glaube, wir brauchen, wenn wir an die OSZE rangehen mit der Erwartungshaltung, dass das die Lösung sein wird für die Konfrontationsprobleme, die wir gerade haben, dann ist es in der Tat richtig dafür, dass wir diese Organisation nicht erfüllen können. So wird es nicht funktionieren. Es gibt aber erstens noch andere Konflikte als diesen einen, bei denen möglicherweise die OSZE sehr wohl eine Rolle spielen kann. Und im Postkonfliktbereich, glaube ich, kann sie das auch spielen. Das ist ja nicht immer nur eine Frage von Konfliktverhinderung, sondern eine Frage, was macht man nach Konfliktsituationen auch in anderen Regionen. Und andererseits eine Frage, brauchen wir diese Organisation möglicherweise, wenn bestimmte andere Fragen geklärt sind, wir aber noch in einer Konfrontationssituation sind, um dann einen Rahmen zu haben, in dem man miteinander arbeiten kann. Und ich glaube nicht daran, dass es die geschickteste Idee wäre, eine Struktur, die man gerade hat, die auf einem Konsens von Staaten basiert, die jetzt einmal abzuschaffen, um dann zu denken, dass man diese Struktur einfach so wieder kriegt oder eine solche Struktur wieder kriegt. Ich glaube, so einfach wird es nicht sein, Staaten zusammenzubringen, in den Raum zu kommen. Wir müssen nur die Erwartungshaltung erheblich an die Realitäten anpassen, die dabei sind und nicht glauben, sozusagen quasi historisch, das ist das, was damals einmal in Helsinki angestoßen wurde und wird jetzt wieder nochmal das Riesending sein, sondern es ist einfach eine andere Rolle, die diese Organisation einnehmen kann. Vielen Dank. Wir sind schon nicht weit weg vom Ende. Die Zeit ist tatsächlich ein bisschen vergangen wie im Fluge. Deswegen würde ich tatsächlich ganz gerne die Runde jeweils um ein kleines Abschlussstatement bitten. Und zwar in dem Sinne, vielleicht auch, ich sag mal, frech ein bisschen, vielleicht Optimismus verbreitend, was jeweils Ihre Vorstellung davon ist oder auch was Sie setzen in Bezug auf eine Nachkriegsordnung nach dem Krieg in der Ukraine. Was sind die Faktoren, von denen Sie jeweils glauben, dass sie eine so positive Wirkung auf die Prozesse haben könnten, dass wir am Ende irgendwie dann doch noch zu Frieden, Ordnung und Rechtsstaatlichkeit in ganz Europa kommen. Wer will anfangen? Ich kann gerne mal Gerne. loslegen. Allerdings verweigere ich mich dem letzten Satz. Das möchte ich nicht skizzieren, wie wir zu diesem fantastischen Zustand kommen. Aber um Optimismus oder sagen wir mal, die Probleme beherrschbarer erscheinen zu lassen, versuche ich mir das manchmal vorzustellen, was wir gerade erleben, als langen Kontraktions Vorgang eines Imperiums, das sich überdehnt hat. Und das ist das russische ehemals Sowjetimperium, das einfach auch durch deutsche Verbrechen und die Folgen in eine Lage gekommen ist, sich unfasslich auszubreiten, diesen Bereich irgendwann nicht mehr beherrschen konnte. Und wir sind immer noch in der Phase, dass dieses Ex-Imperium irgendwie in den Bereich kommen muss, sich wie ein Nationalstaat unter anderen zu verhalten. Ob wir das erleben werden hier in dieser Runde, dass Russland sich diesem Zustand annähert, weiß ich nicht. Aber das ist, glaube ich, das ist für mich der Orientierungsrahmen, in dem das alles stattfindet, was wir hier machen, in dem Bezug. Und die Ukraine ist nun mal der Bereich, in dem sich dieser Konflikt abspielt. Wir haben alles andere versucht. Wir haben versucht, die Ukraine links liegen zu lassen. Wir haben versucht, Russland anzubinden, wirtschaftlich, mit einer Modernisierungspartnerschaft, mit Pipelines und so weiter. Wir haben den Weg versucht, als Westen einen NATO-Beitritt zu versprechen. Die Deutschen und Franzosen haben den Gegenweg versucht, das unmöglich zu machen und es Russland zu signalisieren, it's not going to happen. Das hat Olaf Scholz noch Anfang 22 versucht. So, jetzt sind wir etwas ratlos und konzeptlos, weil alles, was wir versucht haben, eigentlich Russland immer wütender gemacht hat. Und jetzt kommen wir nicht mal raus aus diesem Ding, dass wir die Ukraine aus diesem Grauzonenstatus
rausholen müssen, mit allen Mitteln, die wir haben, mit militärischen, mit diplomatischen, mit wirtschaftlichen Mitteln. Und ich glaube, dass, um positiv zu enden, ich glaube, dass das im Prinzip verstanden ist von allen und man das mit unterschiedlicher Dringlichkeit und mit unterschiedlichen Mitteln versucht. Frankreich ist auf einer erstaunlichen Lernkurve. Ich sehe auch die Bundesregierung im Prinzip hier auf dem richtigen Weg, nicht immer mit der richtigen Geschwindigkeit, aber da kommt auch diese Ampelregierung nicht mehr runter davon, dass sie sich dieser Sache verpflichtet hat. Und da würde ich mir wünschen, dass man wieder mehr die Augen auf den Ball hat und sich jetzt nicht wechselseitig fertig macht bei dieser wahnsinnig wichtigen Aufgabe. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt optimistisch war, aber das ist sozusagen mein Versuch, das für mich geistig so ein bisschen zu ordnen, was passiert. Vielen Wir Dank. können nichts dagegen tun, dass dieses Imperium schrumpfen muss. Das ist nichts, was wir boshaft betreiben. Das passiert einfach und damit wir müssen das managen. Vielen Dank. Sie waren in Bezug auf die Bundesregierung jedenfalls ein Stückchen optimistischer, als ich es bin, um ehrlich zu sein. Aber Julia, du, oder? Glaube ich. Ja, gerne. Ich fasse mich kurz, aber nachdem Herr Lau ja jetzt sehr makro dargestellt hat, wo es vielleicht Grund zur Optimismus gibt, würde ich nochmal auf die Mikroebene gehen und sagen, worauf ich setze oder was mir Optimismus macht, ist eben die Erfahrung, in die Ukraine zurückzukehren und zu sehen, dass das Leben dort eben nicht, zum einen nicht nur nicht vorbei ist, sondern dass die Menschen das Leben auch weiter aktiv betreiben. Also ich war letzten Herbst beispielsweise in Bucha und da standen dann überall so die Fenster rum, die Leute eben sich haben einbauen lassen, um die durch den Krieg zerstörten Fenster zu ersetzen. Und damit haben die jetzt auch nicht gewartet bis zur Nachkriegsordnung, sondern das haben sie eben sofort gemacht. Und so sieht man an vielen Stellen, wie trotz allem das Leben dann doch im Kleinen immer wieder gewinnt. Und das soll das jetzt nicht romantisieren und irgendwie so tun, als wäre nicht auch die Lage für die Leute wirklich furchtbar. Aber das gibt auf jeden Fall Hoffnung und auch eben der ukrainische Antrieb, nicht zu versinken in dem, was alles schlimm ist, sondern sich dadurch zu aktivieren und zu sagen, okay, aber wir können was ändern und das in dem Rahmen, in dem wir es können, müssen wir das tun. Vielen Dank. Ich gebe zu, die unzähligen Baustellen in Butscha haben mich damals auch beeindruckt. Das war also irre, diese Resilienz, die sich da zum Ausdruck gebracht hat. Carlo, Robin, wer will als nächstes noch? Ich Carlo, bitte. bin Danke. ganz kurz und äußere eine sehr optimistische Vision, dass infolge einer krachende Niederlage in der Ukraine, das letzte europäische Kolonialreich zerfällt. Und das, glaube ich, ist auch im Interesse der Menschen in Russland, weil es dann eine Möglichkeit gibt, sozusagen from the scratch was Neues aufzubauen. Ich weiß, das ist das Horrorszenario, das die Bundesregierung hat und das auch in Washington existiert, was unter anderem erklärt, warum man so auf die Bremse drückt bei der Unterstützung der Ukraine. Aber ich glaube, für Sicherheit, Stabilität, Rechtsstaatlichkeit und Ordnung in Europa ist es das Beste, wenn dieses, und man muss es einfach so sagen, letzte europäische Kolonialreich, das sich, wie Jörg gesagt hat, überdehnt hat, wenn das einfach zerfällt. Vielen Dank. Ja, die Angst vor der Niederlage Russlands ist nochmal ein eigenes Riesenthema, das man aufmachen könnte. Super spannend. Robin, du hast quasi das letzte Wort in der Runde. Es gibt überhaupt gar nichts Positives an einem Krieg und es ist einfach nur schrecklich, was gerade passiert. Aber was als Ergebnis, was ich jedenfalls auch feststellen muss, ist, dass wir eine Wiederbelebung der europäischen Idee haben können, wenn wir es jedenfalls aktiv aufgreifen. In einer Situation, wo wir lange Zeit die Europäische Union als so selbstverständlich wahrgenommen haben, dass wir sie nur noch assoziiert haben mit Krümmungsgrad von Gurken und anderen bürokratischen Regelungen, sehen wir gerade, dass es offenbar Menschen gibt, die bereit sind, für diese Idee von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit, von Freiheit zu kämpfen, zu sterben und diese Auseinandersetzung zu führen. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, diesen europäischen Geist daraus zu nehmen und wiederzubeleben und einfach auch zu sehen, was für ein wichtiges Konstrukt diese Zusammenarbeit und die Idee von Demokratie und Freiheit ist. Und wenn wir all die Auseinandersetzungen, bei denen ich gesprochen habe, über die ich gesprochen habe mit der Erwachsenenpolitik, wenn wir das bei uns aufgreifen und Menschen feststellen, dass wenn sie in einer solchen Situation gefordert sind, selber was zu tun, aber auch was tun können und diese Selbstwirksamkeit bei all den Herausforderungen erfahren,
dann ist das auch eine Belebung unserer Demokratie. Ich bin optimistisch, dass nicht nur das Leben gewinnt am Ende, sondern dass die Demokratie auch gewinnt in dieser Auseinandersetzung und wir daraus stabil und gefestigt hervorgehen können in einer demokratischen Gemeinschaft. Und ich sehe mehrere Länder, die sich auf den Weg gemacht haben, in diese demokratische Gemeinschaft reinzukommen. Und da ist tatsächlich für mich, wenn ich in der Ukraine bin, ist das auch ein sehr positives Beispiel zu sehen, wie Menschen in einer Kriegssituation daran arbeiten, diese Reformen voranzutreiben im Land, sich massiv dafür zu engagieren, fit für die EU zu werden. Ich sehe die Menschen in Moldau, ich sehe die Menschen in anderen Ländern, die da reinkommen wollen. Und in dieser Gemeinschaft dann zusammenleben zu können, das ist für mich ein positives Szenario. Vielen Dank. Ich sage artig Dankeschön allen Teilnehmern, die dabei waren. Wir haben jetzt natürlich viele Sachen nur angerissen und sind viel gesprungen und vieles kann man noch vertiefen. Zumindest das Thema Russland und dann auch noch China wollen wir im zweiten Panel dann ab 8 Uhr ungefähr, nee, ein bisschen später, dann nochmal vertiefen. Aber auf jeden Fall danke, dass ihr dabei wart. Das war, finde ich, schon mal ein spannender Input von euch, den man auf jeden Fall an jeder Stelle nochmal vertiefen könnte. Die große Themeneinführung muss ich jetzt gar nicht mehr machen. Wir wissen, um was es geht. Es geht um das Szenario einer Nachkriegssituation für die Ukraine. Ich freue mich über drei neue Panel-Teilnehmer. Da ist erstmal Viola von Kramon, Mitglied im Europäischen Parlament, gerade aus dem Trilog rausgerannt und steht uns jetzt mindestens, glaube ich, eine halbe Stunde, hast du gesagt, zur Verfügung. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten, war früher auch Bundestagsabgeordnete, hat in den 90ern die ukrainische Regierung beraten und hat unzählige Reisen in die Ukraine gemacht. Als ich im August 22 in der Ukraine war, war das so ein bisschen ein Hase-Igel-Gefühl, weil egal mit wem ich gesprochen habe, alle haben mit Viola schon gesprochen gehabt. Danke, Viola, dass du hier heute dabei bist. Ich freue mich über einen Teilnehmer, der vermutlich den großartigsten Titel aller Teilnehmer in der Runde hat, Botschafter Rainer Rudolph. War in verschiedenen Funktionen in der Regierung unterwegs, im Bundeskanzleramt eine Zeit lang, war an den Botschaften in Warschau und in Washington und zuletzt als Gesandter in Wien. Und arbeitet jetzt als stellvertretender Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Danke, Herr Botschafter Rudolph, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung. Und last not least, Dr. Susanne Worschech, Entschuldigung, der Name ist auch schwierig auszusprechen, deswegen bin ich kurz ins Stocken gekommen, von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt, arbeitet unter anderem zu Themen wie Demokratie und Zivilgesellschaft in der Ukraine und soziologische Mittel- und Osteuropa-Forschung. Also genau das, was wir vielleicht brauchen hier, um auch so ein bisschen das gesellschaftliche Innere verschiedener osteuropäischer Staaten zu verstehen und einordnen zu können. Jetzt haben ein paar von euch, Ihnen, haben ja quasi auch schon jetzt dem vorherigen Panel gelauscht. Ich habe schon gesagt, wir sind da vorher auch schon so weit ins Thema Russland hineingeraten, dass wir jetzt uns in diesem Panel auch erlauben können, über alles zu reden und nicht nur über Russland. Da sollten jetzt keine Grenzen sein. Jule, ich würde mal mit dir mit einer Frage anfangen, weil du ja auch tatsächlich viel in der Ukraine unterwegs warst und ich sag mal, viel auch mitbekommen hast, wie die Gesellschaft dort mittlerweile gegenüber Russland eingestellt ist. Und ich habe ja auch so ein bisschen diese Erfahrung gemacht, zum Beispiel in Odessa, dass ich immer den Eindruck hatte, dass gerade die auch russischsprachig aufgewachsen sind, die auch zum Teil auch eine russische Affinität hatten, zum Beispiel auch der Bürgermeister selber, der Oberbürgermeister von Odessa, auch nach 2014 so eine sehr radikale Trendwende gemacht haben, hin zu einer ganz starken Distanz gegenüber Russland. Ist das was, was du auch beobachtet hast? Und was bedeutet das am Ende auch, sag mal, für eine Nachkriegslösung im Verhältnis zu Russland? Kann es da überhaupt so was wie eine Einigung, wie eine gemeinsame Lösung irgendwann mal geben? Oder wird es immer quasi eine harte, auch militärische Front bleiben?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde es großartig, dass du das organisierst. Und wie gesagt, ich habe eine Stunde, glaube ich, so mitgelauscht im ersten Panel und fand, das konnte alles eigentlich unterschreiben von dem, was Kolleginnen und Kollegen dort in der Analyse geteilt haben. Ich glaube, es ist eine echte Zumutung, jetzt von Ukrainerinnen und Ukrainern zu verlangen, in welchem Verhältnis die irgendwann mal zu Russland stehen. Das ist einfach jetzt, es gibt gar keinen schlechteren Zeitpunkt, als sich jetzt darüber Gedanken zu machen und jetzt zu antizipieren, in welcher Form möglicherweise über Versöhnung, über spätere Zusammenarbeit oder was auch immer geredet wird. Also vielleicht das, was du in Odessa erfahren hast, erfahren im Grunde alle. Viele von denen haben Verwandtschaft und haben zu Beginn des Krieges gedacht, dass es einfach nur ein schlechter Albtraum ist und haben ihre Verwandtschaft in Russland angerufen und haben natürlich ganz unterschiedliche Einschätzungen oder unterschiedliche Antworten zurückbekommen. Also einige haben wirklich diese Russland, diese Putin-Propaganda danach geplappert, nein, ihr seid Faschisten, ihr müsst befreit euch von dieser, diesem furchtbaren, von diesem Regime in Kiew befreien. Andere waren verdruckst und wussten nicht richtig, wie sie mit der neuen Situation umgehen sollten. Und die Dritten haben sich einfach nur entschuldigt und gesagt, sie haben panische Angst, sie wissen nicht, was sie tun sollen, aber sie sehen sich auch nicht imstande, da jetzt irgendwie groß in den Widerstand zu gehen. Also die Ukrainerinnen und Ukrainer waren von Verwandten, Freunden und den Russinnen 2014 zum totalen Abbruch der Beziehung gekommen war, jetzt auf jeden Fall einfach nur entsetzt, dass sowas möglich ist. Dass Menschen, die bislang nach Kiew oder Kharkiv oder wo auch immer hingekommen sind in die Ukraine, jetzt mit einmal da dieser Propaganda einheimfielen. Und deswegen glaube ich, so sehr ich diese Sehnsucht verstehen kann, dass wir uns als Deutsche jetzt Gedanken darüber machen, wie man den Aggressor wieder irgendwie in die Zivilisation zurückbringen kann, glaube ich, kann man den Ukrainerinnen das aktuell überhaupt nicht zumuten. Also weder mental noch ist, und das hat ja Carlo eben auch gesagt, noch ist es aktuell militärisch möglich, dass sich die Ukrainer über sowas Gedanken machen können. Und Nawalny, da hatte ich gedacht, dass die Julia Nawalny, die ja auch im Parlament gesprochen hat und im Grunde auch gut gesprochen hat, aber etwas mehr Empathie für die Ukraine, etwas mehr Entschuldigung, etwas mehr, dass auch für sie das ein Ziel ist, diesen Krieg sofort zu beenden. Was sie gesagt hat, ist, man kann mit Putin nicht verhandeln. Das fand ich eine wichtige Aussage. Aber ich glaube, die Ukrainerinnen und Ukrainer hätten sich von einer möglicherweise zukünftigen Oppositionsführerin, das ist ja alles so in Anführungsstrichen mal so in den Raum gesprochen, aber von einer Frau, die dezidiert in der Opposition zu Putin steht, schon auch eine stärkere Distanz zu dem Krieg gewünscht. Nicht zu dem Putin-Regime, sondern ganz explizit zu diesem brutalen Angriffskrieg. Und das ist so ein bisschen die große Sorge, die, glaube ich, überall in der Ukraine geteilt wird, dass sozusagen dieses großimperiale Denken, ja, dass das doch sehr verbreitet ist, unabhängig davon, mit welcher Form von Elite du dort sprichst und wie man das ändern kann. Ich glaube, das haben auch viele in der vorherigen Runde gesagt, das ist eigentlich nicht nur, indem man Russland in irgendeiner Form eine wirklich schmerzhafte Niederlage zuführen wird. Und da sehe ich im Moment den Westen, weder politisch, militärisch noch sonst wie, wirklich, da sehe ich keinen ausgesprochenen Willen. Und wie wir dann mit dem imperialen Russland weiterleben, das wird sich ja nicht auf die Ukraine beschränken. Das können wir jetzt ja noch in der nächsten Dreiviertelstunde besprechen. Vielen Dank. Ja, Botschafter Rudolph, Sie sind ja dann quasi der Mann der Diplomatie und müssten jetzt eigentlich sagen, doch, es gibt immer eine Möglichkeit zum Gespräch und zur Kommunikation. Gleichzeitig haben Sie natürlich auch, ich vermute mal, in Warschau, in Ihrer Zeit in Warschau intensiv die Ängste osteuropäischer Staaten gegenüber Russland mitbekommen. Wie ist Ihr Bild von Russland und Ihre Perspektive darauf? Also vielleicht kann ich erstmal einen praktischen Vorschlag machen. Vielleicht können wir für den Rest des Abends den Botschafter weglassen, dann ist das etwas Alles gut, gerne, klar. nicht ganz so schwerfällig alles. Also erstmal, ich teile wirklich, was viele im ersten Panel gesagt haben, dass Russlandpolitik mit
diesem Regime auf absehbare Zeit leider nicht eine kooperative Politik mit Russland, sondern eine kooperative Politik gegenüber Russland ist. Und ich kann jetzt auch nicht ausbuchstabieren, wie die in den nächsten Jahren aussehen könnte, immer gesprochen unter den Bedingungen, dass wir das mit dem Putin-Regime zu tun haben. Aber ich will vielleicht mal drei sozusagen Parameter nennen, an denen wir uns vielleicht orientieren können. Das eine ist, und da knüpfe ich auch nochmal an das, was im ersten Panel gesagt worden ist, wir müssen ja bestimmte Grundideen nicht neu erfinden. Ne? Die haben wir ja, die Bindung an das Völkerrecht, das niedergelegt ist in der UNO-Charta, in der Charta von Paris und so weiter. Das haben wir ja, das müssen wir uns nicht neu ausdenken. Wir haben auch die Organisationen dazu. Und ich bin auch nicht so pessimistisch, wie es einige vorher gesagt haben, was die OSZE angeht. Das ist eine Organisation, die haben wir und vielleicht wird sie mal wieder nützlicher werden, als sie im Augenblick sein kann. Zweiter Punkt, ich bin sicher, wir sollten eine Politik gegenüber Russland viel stärker, als wir es vielleicht in den letzten Jahren gemacht haben, immer zusammendenken und mitdenken, mit all unseren anderen europäischen Nachbarn in Mittel- und Osteuropa, egal ob sie jetzt schon in der EU und in der NATO sind oder nicht. Das betrifft zum einen natürlich die Länder in der EU und in der NATO, die einfach im Augenblick am stärksten von dem Krieg betroffen sind. Länder wie Polen, wie Rumänien, aber natürlich auch die baltischen Staaten, die Slowakei, die gehören dazu. Es gehört dazu, sich zu überlegen, was machen wir mit den Westbalkanstaaten? Wie bringen wir da wieder Dynamik rein in den Annäherungsprozess an die EU? Wie stärken wir die nach innen? Dazu gehört auch so die Kaukasusländer. Ich meine sozusagen, das ist bei uns relativ wenig wahrgenommen worden, aber im Schatten dieses Ukraine-Kriegs hat Aserbaidschan seinen Territorialkonflikt mit Armenien gelöst. Also im aserischen Sinne sozusagen. Ne? Was machen wir jetzt mit einem Land wie Armenien? Wie können wir das stützen? Die suchen die Anbindung an Europa. Also das wäre mein zweiter Punkt. Was immer wir an Politik gegenüber Russland entwickeln, die Länder, die jetzt geografisch gesprochen zwischen uns und Russland liegen, immer mitzudenken. Und dritter Punkt, das kann meiner Ansicht nach auch nur funktionieren, wenn wir so eine Russlandpolitik global denken. Also gucken, welche Partner haben wir außerhalb Europas dafür. Und das ist ja in dem ersten Jahr des Kriegsausbruchs erstaunlich gut gelungen. Und also in aller Bescheidenheit, ich glaube, das war auch ein kleiner Erfolg deutscher Außenpolitik, die zweimal eine große Mehrheit in der UNO-Generalversammlung zu organisieren, die einmal den Angriffskrieg und dann die Annexion der vier Oblaste mit großen Mehrheiten, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, 140 oder sowas Staaten, verurteilt haben. Aber da können wir ja nicht stehen bleiben, sondern wenn wir diese Länder außerhalb Europas weiter dafür gewinnen wollen, sich mit uns einzusetzen für die Wahrung des internationalen Rechts, dafür, dass Grenzen unverletzlich sein sollten, dann heißt das eben auch, dass wir über Europa hinaus und letztlich auch über Russland hinaus denken, ein Politikangebot für die haben müssen. Da können wir gleich vielleicht noch ein bisschen im Einzelnen darauf eingehen, aber dazu gehört eben auch, gegenüber solchen Ländern zu überlegen, was haben wir für eine Klimapolitik, Gesundheitspolitik, Ernährungssicherheit und so weiter. Und wenn wir sowas haben, dann, damit komme ich jetzt zurück zu Russland, dann können wir Verbündete dafür gewinnen, das Recht zu wahren. Und nur, ich will es an einem Beispiel noch sagen, wenn man sich anguckt, wer sich unseren Sanktionen angeschlossen hat. Also über EU und G7 hinaus sind das ganz wenige. Ne? Und das zeigt, über Europa hinaus müssen wir wirklich dafür werben und wenn wir versuchen wollen, diese Aggressionen einzuhegen und einzugrenzen, Verbündete auch über unseren eigenen Kontinent hinaus suchen. Vielen Dank. Susanne, ich würde jetzt tatsächlich nochmal einen kleinen Sprung zurück machen. Eigentlich wollten wir über Nachkriegsordnung sprechen, aber ich will nochmal ganz kurz zurückgehen, weil ja auch so ein bisschen auch im Raum stand die Frage eben, inwieweit kann man langfristig mit Russland dann doch irgendwie irgendeine Form von kooperativer Sicherheit aufbauen. Und in dem letzten Panel ist natürlich nicht zu Unrecht festgestellt worden, dass Russland bisher alles, was eben aufgebaut wurde, eben Herr Rudolf hat jetzt gerade zitiert, auch Paris und Helsinki eigentlich von Russland in den Wind geschossen wurde. Ist denn, die Frage ist dann so ein bisschen im Nachhinein, ist das, was wir auch gegenüber Russland gemacht haben, ihnen aus meiner Sicht eigentlich auch ein bisschen den roten Teppich ausgelegt zu haben, sowohl mit dem Versuch, sie auch in die EU mit einzubinden, mit dem NATO-Russland-Rat, mit der Grundakte, eben auch mit den ganzen OSZE-Prozessen. War das ein Fehler? Hätte man von vornherein sich
anders gegenüber Russland verhalten sollen oder war es zu der Zeit das Richtige und hat sich jetzt nur eben radikal geändert? Was ist da dein Blick drauf? Ja, vielen Dank auch erstmal für die Einladung. Ja, zu der Frage, also hinterher ist man natürlich immer schlauer und das ist jetzt leicht zu sagen, wir hätten und so weiter, ne? Aber man muss natürlich nochmal sehen, dass im Grunde sozusagen der Pfad für eine langjährige, eigentlich jahrzehntelange Russlandpolitik ja in den 90er Jahren gelegt worden ist, als ganz Europa völlig durcheinander davon war, wie Transformationsprozesse ablaufen, auch wie unterschiedlich sie ablaufen in vielen mittel- und osteuropäischen Ländern. Die Europäische Union war massiv mit dem Erweiterungsprozess beschäftigt. Man hat sich schon gefragt, wie funktioniert das und kann das Baltikum tatsächlich zur gleichen Zeit beitreten wie beispielsweise Polen? Da gab es riesige Differenzen. Bei Litauen hat man zum Beispiel lange gesagt, oh, das wird ganz schwierig. Und das heißt, es gab einfach eine wahnsinnige Fokussierung natürlich auch auf diese sehr heterogenen Transformationsprozesse. Und die waren natürlich für Russland auch extrem schwierig damals. Also es war einfach eine große Krise und ich glaube, ein erster Zugang war tatsächlich, dass man fälschlicherweise sozusagen die postsowjetischen, postsozialistischen Länder irgendwie so immer noch in einem Korb gesehen hat und den Eindruck hatte, die transformieren sich jetzt alle schön in Richtung Demokratie. Man muss das überall ein bisschen unterstützen. Die einen kriegen die Karotte der EU-Mitgliedschaft. Bei den anderen muss man mal sehen, was sich da noch entwickeln lässt. Aber eigentlich so wird das alles in Richtung Westernization gehen sozusagen. Und vor diesem Hintergrund ist man da mit Russland genauso umgegangen und hatte den Eindruck, ja, Russland möchte ja jetzt auch irgendwie gerne demokratischer und so weiter werden. Dann hat man aber schon gesehen, dass es eine extrem schwierige Phase war, dass sich ganz vieles nicht transformiert hat und trotzdem aber immer noch in diesem Gedanken der Westernization, ja, einer Demokratisierung, einer ökonomischen Transformation, hat man trotzdem weiter versucht, mit Russland genauso zusammenzuarbeiten, wie mit vielen anderen Ländern auch, und hat nicht auf die Differenzen geschaut und auch nicht auf die Nuancen gehört. Das ging eine ganze Zeit lang. Man hat sich sicherlich auch ein bisschen davon blenden lassen, dass Putin sehr, sehr gut von Anfang an wusste, wie er das Spiel spielt, ja, wie er kommunizieren muss in Richtung Westen, um Vertrauen aufzubauen und um zu signalisieren, wir sind vielleicht noch gar nicht da, wo ihr uns gerne hättet sozusagen, aber es geht alles in die Richtung und man muss das dann vielleicht eine Zeit lang auch ein bisschen autoritärer angehen, so ein Transformations- oder was auch immer Prozess. Und da wurde geflissentlich über viele Probleme hinweggesehen. Wir haben lange, lange ignoriert, dass Chodorkowski lange in Lagerhaft saß. Man hat das nicht wirklich ernst genommen als ein grundlegendes politisches Problem, sondern das war so, naja, der. Es war ja auch schwierig mit den Oligarchen und so. Man hat einfach drüber weggesehen. Und spätestens 2014 hätten natürlich alle Alarmglocken wirklich schrillen müssen. Und die Fehler, die danach passiert sind im Umgang mit Russland, das sind wirklich Kardinalfehler. Ich glaube, bis 2014 kann man vieles noch damit, nee, vielleicht nicht entschuldigen, aber zumindest erklären, dass es eine schwierige Transformationszeit war, dass man nicht so richtig einschätzen konnte, in welche Richtung entwickelt sich Russland. Möchten die kooperieren, möchten sie nicht kooperieren, möchten sie sich demokratisieren oder nicht? Wer genauer hingeschaut hat, hat schon gesehen, dass das nicht in eine positive Richtung ging. Aber da hätte man noch an einiges, also hätte man sich noch eine stärkere Vielfalt auch der Entwicklungspfade vorstellen können. Ab 2014 war völlig klar, welchen imperialen Geist Putin da aus der Flasche gelassen hat und was Russland eigentlich bezweckt. Und die Absurdität, dass man Putin noch belohnt hat, indem man ihm quasi den Platz als Vermittler in diesem absurden Minsker Prozess zweimal angeboten hat. Und jedes Mal die russische Armee, und das ist ja auch belegt worden, unter anderem auch von Nawalny, dass dann jedes Mal die russische Armee in den Krieg unmittelbar mit verwickelt war, im September 2014 und im Februar 2015. Da war die Tinte von Minsk II noch nicht getrocknet, als dort die russische Armee unterwegs war im Donbass. Und man hat es nicht ernst genommen und man hat nicht klar gesagt, Russland ist hier der Aggressor und kann nicht als Vermittler am Tisch sitzen. Und diese Blindheit, das sind wirklich Kardinalfehler gewesen, wo man sagen muss, da hätten wir viel, viel klarer reagieren müssen. Und da hat auch die deutsche Bundesregierung sich wirklich einiges zu Schulden kommen lassen, dass sie das nicht gesehen hat, dass sie es nicht sehen wollte, dass es nicht erkannt worden ist, dass man hier eigentlich gerade dem Aggressor wirklich den roten Teppich ausrollt und ihn ermutigt, genauso weiterzumachen.
Vielen Dank. Ja, wenn wir von Ermutigung des Aggressors sprechen, dann muss man eigentlich tatsächlich jetzt auch mal China mit einbeziehen in die Diskussion, denn das ist ja eigentlich der Player, der im Moment einer der, ich sag mal, problematischsten Player ist in Kategorie von Ermutigung der russischen Aggression. Und nicht nur Ermutigung, sondern ja auch tatsächlich ganz handfeste Unterstützung. Übrigens, ich wollte jetzt ab jetzt so ein bisschen, wer sich meldet, kann gerne immer gleich reingrätschen. Aber Viola würde ich jetzt tatsächlich fragen, wie siehst du das? Was für eine Rolle spielt China und wie kann man diese Rolle denn speziell auch eindämmen, um auch eine zukünftige Friedensordnung am Ende wieder stabiler machen zu können? Also am Anfang habe ich habe nicht gedacht, dass China neutral ist. Ich glaube, Chinas Ziel ist, dass es nicht zu irgendeiner instabilen, wirklich instabilen Situation kommt in Russland. Mit Putin weiß Xi, wen er hat. Das ist kalkulierbar, das ist vorhersagbar. Da gibt es ein bisschen like-minded und natürlich kann er das wirtschaftlich jetzt, diese Schwäche von Putin kann er ausnutzen. Ich glaube, ich hatte am Anfang des Kriegs gehört, dass die Chinesen rund 30% des Preises für Öl und für andere Ressourcen zahlen, die bislang in den Verträgen mit westlichen Partnern gebunden waren. Also für die ist das eine Win-Win-Situation. Und Scholz hat sich ja damit gebrüstet, dass, weil er die Reise da nach Peking angetreten hat, Xi ihm versichert hat, dass Nuklear ist eine rote Linie. Also er hat kein Interesse daran, dass das natürlich in irgendeiner Form eskaliert. Gleichzeitig, wie du sagst, hält er die russische Kriegsmaschinerie durch. Finanziell weiß man nicht so richtig. Da hatte ich gehört, dass es eigentlich weniger Unterstützung ist, als Russland sich das erhofft hatte, weil natürlich der Zugang zu Kapitalmärkten, zu Versicherungen, also wir sehen das jetzt beim Getreideexport, dass Putin ja sich permanent beschwert und lamentiert, verfängt das leider sehr gut, dass das Getreide aus Russland, dass das sanktioniert ist, dass es einen Exportstopp gibt. Das stimmt natürlich nicht, aber es gibt halt die Sanktionen auf Finanzdienstleistungen, auf Kapital, auf Transport, auf die ganze Logistik, Versicherung und so weiter. Und das macht ihm das Leben schwer. Und da hatte er gehofft, dass er über China da möglicherweise Ersatzprodukte einkaufen kann. Und auch da haben die chinesischen Banken einen gewissen Respekt, dass sie sonst doch durch amerikanische Sanktionen getroffen würden und verweigern das. Aber ich glaube, was den Nachschub von Dual-Use-Güter angeht, was einige Waffensysteme auch, also Armed Vehicles, also Fahrzeuge angeht, da sind sie durchaus hilfreich und vielleicht auch mehr, als wir wissen. Ich weiß nicht, inwiefern es da schon wirklich verlässliche Statistiken gibt. Und was sie sicherlich organisieren, und das ist das, was Herr Rudolph eben gesagt hat, wir haben in den ersten Monaten, glaube ich, gut mobilisiert, um dieses Narrativ, wer ist Angreifer und wer ist Opfer. Und ich glaube, dass das jetzt sukzessive auch mit der Unterstützung Chinas aufgeweicht wird. Also das heißt, die Ukraine hat zunehmend ein Problem in den Ländern, wo sie keine Botschaften hat, wo einfach die direkte Zusammenarbeit schwierig ist, wo es vielleicht nicht so enge wirtschaftliche Verbindungen gibt und so. Und da glaube ich, ist schon auch die chinesische Stimme für Russland deutlich, deutlich stärker. Also überall, wo man so ein bisschen dieses sowjetische, anti-amerikanische oder post-sowjetische, anti-amerikanische Narrativ, auch wo das verfängt, das wird sicherlich China auch verteidigen und oder amplifizieren. Und inwiefern China es akzeptieren würde, wenn Russland unterliegt, das ist halt die große Frage. Ich glaube, das war am Anfang für mich relativ klar. Xi beobachtet sehr genau, was auch die USA bereit gewesen wäre, to go all in. Also das heißt, die wirklich relativ schnell in die Knie zu zwingen, die Russen. Dann hätte ich mir gedacht, und das war auch das, was viele Expertinnen und Experten gemutmaßt haben, dass auch Xi sich deutlich vorsichtiger verhält in der Frage, lohnt es sich, da eine militärische Auseinandersetzung mit Taiwan zu suchen. Jetzt, wo alles so zögerlich ist, zurückhaltend ist, wo eben doch nicht der militärische
also die militärische ja, Übermacht ist das nicht das richtige Wort, aber militärische Sieg auf dem Schlachtfeld quasi schnell gesucht wird, wird natürlich vielleicht auch China wieder selbstbewusster die Sachen Stück für Stück angehen. Also ich glaube, wir tun uns da keinen großen Gefallen, eben auch für die anderen möglicherweise größeren Konflikte, die da in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen könnten. Ich würde, bevor ich Herrn Rudolph das Wort gebe, noch mal ganz kurz, nur kurz ergänzen, weil auch auf das, was Sie, Herr Rudolph, vorhin gemeint haben mit dem globalen Denken und auch den beiden UN-Abstimmungen, die ja da so eigentlich im Prinzip ein Erfolg waren, aber gleichzeitig ja auch gezeigt haben, wie stabil dieser Block des globalen Südens ist, der sich eben eigentlich wieder eher gegen uns stellt. Und da auch großes Misstrauen auch westlicher Narrativen gegenüber habt. Und da gibt es aus meiner Sicht durchaus auch die Verbindung zwischen chinesischen Einflüssen, gerade bei Akteuren im afrikanischen Raum und dieser Abstimmung diesem Block des globalen Südens. Deswegen fehlt mir noch so ein bisschen die Idee, wie das tatsächlich langfristig aufzubrechen ist, auch kommunikativ, um da irgendwie auch in diese Kanäle reinzukommen. Ja, ich meine, es kann ja damit anfangen, einfach China sozusagen beim Wort zu nehmen und an seine Verpflichtung als P5 zur Einhaltung der UNO-Charta zu erinnern, zu der bekanntlich das Gewaltverbot und das Verbot des Angriffskriegs und die Unverrückbarkeit von Grenzen und so weiter gehört. Und selbst nach dem Maßstab ist ja das bisherige chinesische Verhalten zu dem Krieg bestenfalls ambivalent. Wang Yi, der Außenminister, war ja in München bei der Sicherheitskonferenz. Er spricht da von einem Konflikt, er spricht da von Deeskalation auf beiden Seiten, also jetzt beides in Anführungszeichen. Und in der Tat gibt natürlich damit, da teile ich die Einschätzung von Kramon, denjenigen weltweit, die sich aus was für Gründen auch immer dazu nicht oder bisher nicht positionieren, sozusagen Cover, um die Haltung weiter zu vertreten. Ich würde schon sagen, den Punkt hat der Wang Yi ja auch gemacht, dieser Punkt Warnung vor Nukleardrohung, das würde ich schon sozusagen auf der chinesischen Habenseite, wenn ich das mal so sagen kann, verbuchen. Wissen wahrscheinlich alle nicht, was da im Herbst 22 an Gesprächen gelaufen ist, aber er hat es jetzt einfach nochmal bekräftigt und damit, glaube ich, den chinesischen Punkt in der Frage klargemacht. Was eine künftige Rolle Chinas, das war ja die Ausgangsfrage, sozusagen für so eine Friedensordnung hier in Europa bedeuten kann. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, das liegt an uns selber Europäern, ob und welchen Raum wir China da geben wollen. Diese ganze Friedensordnung, über die im ersten Panel gesprochen worden ist, aus den 90er Jahren, damals hat man darüber überhaupt gar nicht nachgedacht. Das war überhaupt gar keine Frage. Das war eine Frage der europäischen Akteure und noch der nordamerikanischen. Aber die wird sich natürlich stellen, und selbst wenn wir sie nicht stellen, dann werden andere sie stellen, sozusagen, was für eine Rolle sind wir bereit, da China zu geben? Und also wenn ich so spreche mit Vertretern eben von außerhalb Europa, dann findet man ganz viele Regionen in der Welt, die da, und ich spreche jetzt gar nicht von irgendwelchen Diktaturen, die unterstützt werden, sondern Länder wie Indien, die ihre Grenzprobleme mit China bekanntlich haben, aber die trotzdem einen ganz pragmatischen Umgang mit China haben. Land wie Brasilien, das handelspolitisch ganz abhängig ist von China. Die Golfregion, das ist ein anderes Thema, jetzt müssen wir nicht darauf eingehen. Also es gibt in der Welt ganz viele, die bereit sind, sich auf dieses chinesische Narrativ einzulassen und China Raum zu geben in ihren Regionen jeweils. Und ich glaube, es liegt an uns Europäern, ob wir das perspektivisch uns auch vorstellen können. Ich wäre da eher vorsichtig. Vielen Dank. Susanne, willst du dazu noch was ergänzen oder? Ja, ich glaube, was wir uns wirklich nochmal bewusster machen müssen, ist, wie lange auch schon dieses Narrativ, auch so, eigentlich sozusagen ja, Decolonized-Narrativ aus der chinesischen Perspektive auch funktioniert, ne? Und dass das natürlich auch ausgespielt wird.
China baut seit Mitte der 90er Jahre massiv soziale Infrastruktur in sehr, sehr vielen Ländern Afrikas beispielsweise und tritt dort oder trat dort eigentlich auch sozusagen als Konkurrent in der Entwicklungszusammenarbeit gerade gegenüber Deutschland, gegenüber der Europäischen Union, vielen europäischen Ländern auf, indem die Chinesen beispielsweise auch viel weniger so anstrengende Bedingungen gestellt haben, ne? Also sozusagen diese ganze Konditionalität, die auch bei uns häufig mit Entwicklungszusammenarbeit oder Projekten verbunden ist, die war dort anders organisiert. Und auf diesen Vertrauensvorschuss kann China in sehr, sehr vielen Ländern, in sehr vielen Gesellschaften tatsächlich auch gewissermaßen aufbauen und das eigene Narrativ, das anti-westliche, das kolonisationskritische, das decolonized-Narrativ sozusagen voranbringen und dadurch auch gewissermaßen überzeugend wirken. Ne? Allein auch, weil die Gesellschaften das häufig sehr gut angenommen haben, weil man gesehen hat, oh prima, hier werden irgendwie Krankenhäuser und alle möglichen Dinge gebaut. Das ist dann einfach da, ohne dass man da jetzt irgendwie in langen Verhandlungen mit der Europäischen Union Dinge diskutieren muss. Und das hat einen riesengroßen Vorschub auch einfach gegeben für eine Glaubwürdigkeit Chinas. Und dagegen oder damit umzugehen, ich will gar nicht sagen, dagegen anzugehen sozusagen, aber man muss, glaube ich, verstehen, vor welchem Hintergrund China da auch sehr viel Einfluss ausüben kann für das eigene Narrativ. Und da muss man sich überlegen, okay, wie können wir denn auch dazu kommen, in der Kooperation mit den Gesellschaften in Afrika, auch in vielen anderen Gesellschaften, da wirklich auf einer Augenhöhe zu sprechen, Vertrauen auch wieder gut zu machen und dann aber zugleich auch unsere Überzeugung, sozusagen unsere Narrative auch zu formulieren und dafür zu werben. Und das ist eine sehr, sehr große Aufgabe, die sozusagen über die engere Frage von Allianzen und militärischen Fragen und so weit, weit, weit hinausgeht und die uns auch über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte beschäftigen muss. Es gab jetzt hier bei den Zusehern eine Frage, die jetzt hier ganz gut dazu passt. Da wird in Frage gestellt, dass China überhaupt sicherheitspolitische Interessen im weitesten Sinne des Wortes hat, sondern sich vielmehr sich um wirtschaftliche Beziehungen und Absatzmärkte kümmert. Dazu vielleicht ein Kommentar. Herr Rudolph, Sie haben mich gleich gemeldet. Sie können auch dazu gleich noch was sagen. Ja, wollte eigentlich kurz reagieren wollen auf das, was die Frau Borschig sagt. Ich teile das. Ich würde nur sagen, das ist nicht nur eine Frage von Narrativen, sondern tatsächlich auch von konkreten Kooperationsangeboten. Ne? Also, ich glaube, da widersprechen wir uns nicht. Es geht tatsächlich darum, was ich eingangs schon versuchte zu sagen, ne? Was machen wir im Bereich Klimapolitik, Gesundheit, und so weiter. Zu der Frage Sicherheit oder Wirtschaft. Ich finde ja das Faszinierende, wenn ich mir so die chinesische Geostrategie der letzten, weiß nicht, 15 oder 20 Jahre angucke, Stichwort Belt and Road, das ist ja gar kein Widerspruch, sondern die machen ja beides als zentralistisch regierter Staat aus einem Guss, ne? Sie liefern die politische Erzählung und sie liefern Investitionen, die ja gern genommen werden, weil sie, das sagen ja auch viele von den Ländern, weil sie eben nicht mit kritischen Fragen kommen, ne? Da kommt kein politischer Kriterienkatalog zu den Abkommen dazu. Und von daher, ja, ich glaube, das gehört beides zusammen und wird halt von einem zentral regierten Staat einigermaßen geschlossen versucht zu verfolgen. Viola? Ja, genau. Also ich glaube, eine Sache sollten wir nicht unterschätzen. Der soziale Frieden im Inland, in China, ist natürlich erkauft mit unglaublich hohem Export und auch unheimlich großem Konsum im Land. So, und deswegen ist China natürlich getrieben davon, diese Exportmärkte aktiv zu erschließen, weil die Produktion im Land, bislang brauchten sie ein zweistelliges Wachstum, um diese Massen an Wanderarbeiterinnen und an diversen Arbeitskräften nicht zu irgendeiner Revolution da verkommen zu lassen. Und das hat man ja gesehen. Wir haben dann Bauboom, wir haben diverse andere Sektoren, die komplett überhitzt sind. Wir sehen es jetzt in der Automobilindustrie, die werden unsere Märkte mit billigen Elektromobilen, die teilweise sogar viel besser sind als unsere, überschütten. Das wird unseren VW-Vorsprung massiv und auch die Absatzmärkte massiv in Bedrängnis bringen. Also wir haben da jetzt auch schon in Wolfsburg drüber gesprochen. Wir werden da in anderen Formaten drüber sprechen. Ich glaube, wir werden uns noch ganz umgucken in Europa, was China auch aus der
wirtschaftlich aus dem eigenen wirtschaftlichen Druck heraus, zu welchen Dumpingmaßnahmen die imstande sind. Und das andere ist, also ich bin ja sehr viel auf dem Westbalkan und wir sehen jetzt, wie teuer dann diese vermeintlich guten Kooperationsangebote am Ende sind. Das sind ja keine Geschenke, das sind ja keine Wohltaten. China fragt zwar nicht, aber die Rückzahlungskredite, da sind die eiskalt. Die nehmen sich dann einen ganzen Berg als sicher. Und da sind jetzt schon einige Staaten so ein bisschen aufgewacht und haben gedacht, das war jetzt vielleicht doch nicht so klug. Manche haben dann die Regierung gewechselt, da ist dann die Nachfolgeregierung quasi in die Haftung genommen worden. Das ist natürlich alles sehr unschön. Aber ich glaube, das hatte ich auch schon vor langer Zeit auch aus afrikanischen Staaten gehört, dass natürlich dieser vermeintlich wirtschaftliche Effekt, den sich alle erhofft haben, nicht so immer eingetreten ist, weil die dann mit eigenen Arbeitskräften gekommen sind, weil vieles eben nicht regional hergestellt wurde, weil die ganze Lieferkette in China im Grunde gelaufen ist und vor Ort dann nur noch zusammengeschraubt oder aufgebaut wurde. Und vieles andere mehr. Und ich erinnere mich noch, Peter, als ich noch Delegierte in der BAG Entwicklung war oder globale Entwicklung, wie heißt es jetzt, Überblickung. war, da hatten wir Teilnehmerinnen, genau, hatten wir Teilnehmerinnen aus Nigeria und wir hatten genau dieses Thema chinesisches Investment auf dem afrikanischen Kontinent. Und ich habe den Vertreter dann in Pause gefragt, habe gesagt, also ist das nicht ein bisschen leichtsinnig, was ihr da jetzt macht, diese intensiven Beziehungen? Und da guckte er mich an und sagte, du Europäerin, willst mir erzählen, was wir machen mit China? Halt einfach dir eine Klappe. Also sozusagen so nach dem Motto, seid ihr mal schön ruhig, was ihr bei uns gemacht habt, ja, da müsst ihr noch ziemlich lange büßen. Und welche Entscheidung wir jetzt treffen, das überlasst bitte uns. Und dann war für mich klar, okay, er hat recht, also ist ja auch wirklich nicht an uns jetzt irgendwie afrikanischen Entscheidungsträgern zu sagen, was sie tun oder lassen sollen. Aber die waren da zu dem Zeitpunkt, das war irgendwie 2,5, 2,6, 2,7 oder so, da war noch eine relativ große Begeisterung vorhanden. Ich glaube, das ist mittlerweile ziemlich abgekühlt, aber ich glaube, die Chinesen, also ob das jetzt in Chile ist, Janukowitsch war seinerzeit mit der größten Wirtschaftsdelegation überhaupt in China gewesen. Er hat da, glaube ich, 187 Verträge abgeschlossen, ist ganz viel Land verkauft worden und alles Mögliche ist abgetreten worden an die Chinesen. Deswegen war ja auch Selenskys Hoffnung, der hat das ja wieder aufleben lassen. Poroschenko war sehr vorsichtig in der Zeit nach dem Maidan. Der hat diese wirtschaftlichen Beziehungen mit China tatsächlich auch aus guten Gründen, aus geopolitischen Gründen nicht vertieft. Selenskyj hat sich ähnlich auf den Weg gemacht und war dann total enttäuscht und fast entsetzt, dass die Chinesen sich so einseitig auf die russische Seite geschlagen hatten, weil die gedacht haben, meine Güte, wir waren doch gerade da und das wurde doch so als auch eine neue Partnerschaft, strategische Partnerschaft da verkündet und am Ende zählte das halt wenig. Und ich glaube, so wachen halt einige auf, die dann sich irgendwie verlassen haben auf diese enge chinesische Zusammenarbeit. Ich würde mich jetzt, Peter, wenn das okay ist, schon verabschieden. Also, Oder gibt es noch eine konkrete Frage irgendwie aus dem Raum? Dann bleibe ich noch 2 Minuten. ich habe jetzt gerade keine Frage vom Zuschauern. Deswegen, wenn du zurück in den Trilog musst, dann ist das so. Also, wie gesagt, ich bin auch natürlich sonst immer erreichbar, aber ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich die Einzige aus dem Affet bin, die einzige Okay. Schattenberichterstatterin. Ich meine, McAllister ist natürlich da und unser Pizzula, aber ich glaube, das macht schon einen ganz guten Eindruck, wenn ich mich jetzt wieder dazu hocke. Obwohl ich das Gespräch hier mindestens genauso spannend finde, aber es ist jetzt einfach eine doofe Terminüberschneidung gewesen. Ist so, Ja. kein Ding, alles gut. Okay, Dann in diesem Sinne, ganz guten Abend herzlichen noch, Dank genau. erstmal. Euch auch einen schönen Abend und dann auf ein weiteres Mal. Danke erstmal. Tschüss. Ich hätte jetzt gleich nochmal eine Frage zu einem anderen Einfluss von China auch auf den Konflikt. Denn es gibt ja noch so quasi ich sag mal, einen Umwegeinfluss Chinas, nämlich über das amerikanische Interesse am pazifischen Raum. Ich habe immer, das ist ja, ich sag mal, so die zweite große Befürchtung, dass und deswegen auch so ein bisschen noch mehr ein Thema eigentlich noch, wenn man in die Zukunft und auch in die Nachkriegsordnung denkt, dass die USA, die sich ja schon unter Obama angefangen haben, so ein bisschen aus Europa und dem Nahen Osten zurückzuziehen, sich langfristig eben einfach mehr für den pazifischen Raum interessieren und quasi die europäische Sicherheit nicht ganz so hoch heben.
Herr Rudolph, jetzt waren Sie sowohl in Washington als auch in Warschau. Deswegen können Sie vielleicht auch einschätzen, wie die Amerikaner da ticken. Also erstens, ich teile das, dass diese Orientierung der Amerikaner nach Asien und dazu gehört natürlich in der Tat auch sozusagen China als der wirklich neue strategische Rivale, das findet statt und das hat natürlich schon vor Biden, vor Trump, mindestens unter Obama begonnen. Sie kennen vielleicht diesen amerikanischen Spruch, Russia is a storm, China is climate change. Also damit wollen Sie sagen, das ist die wirklich große Herausforderung, der sie sich gegenüber sehen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen vorsichtig bei diesen ganzen Überlegungen, die es in den letzten 2 Jahren gegeben hat. China guckt sich an, wie reagiert der Westen auf den russischen Angriff auf die Ukraine und zieht daraus seine Schlüsse, wie es sich gegenüber Taiwan verhält. Mein Eindruck ist, auch wenn man mit anderen asiatischen Kollegen und Partnern spricht, diese China-Taiwan-Geschichte, das folgt einer ganz eigenen Logik. Die Chinesen, sagte mir mal jemand aus Asien, die gucken sich in der Tat ganz genau an, wie die Europäer sich gegenüber Russland verhalten angesichts des Ukraine-Kriegs. Aber nicht, um daraus jetzt unmittelbar Schlüsse zu ziehen, sozusagen, was ihre Fähigkeit geht, Taiwan, wenn sie das wollten, militärisch anzugreifen, sondern eher so darauf, wie resilient sind die europäischen Staaten auf Einflussversuche? Ja, welche europäischen Staaten sind in der Lage, sozusagen zu diesen Prinzipien zu stehen, sie auch durch Taten zu untermauern, die sie mal geäußert haben und wie sie sich dann in Unterstützung gegenüber der Ukraine ausdrückt und ziehen daraus ihre Schlüsse, sagen, auf wen Sie besonders Ihr Augenmerk richten sollten, wenn Sie jemals politische Unterstützung für Taiwan oder Sie können auch sagen, politische Unterstützung der USA in Europa, ja, so, ich will nicht sagen zerstören, aber sozusagen unterminieren wollten. Und also in so mittelbaren Sinne, glaube ich, lohnt sich das für uns sehr, uns zu überlegen, wie wird unsere Unterstützung für die Ukraine mit Blick auf Asien in den USA und anderswo wahrgenommen. Das ist ja, also genau, bevor ich das Wort gebe, wollte ich dazu auch ganz kurz noch ein kleines bisschen vertiefen fragen. Das ist ja im Prinzip auch spannend zu sehen, dass diese Resilienz, die wir quasi, ich sag mal, im westlichen Teil Europas uns ganz gerne wünschen würden, die scheint es ja in einem starken Maß im Osten Europas zu geben. Also wir haben irgendwie da den Eindruck zumindest, als gibt es da sehr viel weniger Angreifbarkeit durch Einflussnahme und es gibt eine sehr viel klarere Position auch in diesem Konflikt mit Russland. Susanne, würdest du das teilen? Können wir in Sachen Resilienz was vom Osten lernen? Ja, auf jeden Fall. Natürlich sehen wir gerade in Osteuropa oder insbesondere in der Ukraine jetzt natürlich ganz starken Willen, logischerweise sich Russland nicht nur zu widersetzen, sondern auch wirklich nach wie vor auch die Idee, siegreich aus diesem Krieg hervorzugehen, das Land nach den eigenen Ideen selbstbestimmt aufzubauen, das Land selbstbestimmt zu entwickeln. Das ist unglaublich, aber das ist natürlich auch in der Stärke eben eine ganz klare Reaktion auf diese existenzielle Bedrohung. Was wir nicht unterschätzen dürfen, ist natürlich das Polarisierungspotenzial, dem einfach alle Gesellschaften Europas ganz stark ausgesetzt sind. Wir haben das in Polen gesehen. Polen ist eine Gesellschaft, die sich natürlich ganz stark auch, also die sich die sich sozusagen nichts vormacht, was die Gefährdung auch durch Russland angeht. Ne? Polen hat lange schon gewarnt davor, wie gefährlich Russland sein kann und möglicherweise wird. Das wurde auch in Deutschland und im Westen Europas nicht gerne gehört und geflissentlich irgendwie auch überhört. Und trotzdem war die polnische Gesellschaft an dem Punkt zwar klar und auch recht eindeutig, und trotzdem haben wir eine Gesellschaft gesehen, die wahnsinnig polarisiert war. In der also sozusagen mit diesem Bedrohungsszenario auch ganz unterschiedlich umgegangen ist, gerade auch im Hinblick auf die Frage, welche Allianzen können wir aufbauen, mit wem arbeiten wir wie zusammen, was bedeutet das auch für die interne Demokratie, was bedeutet das für die Frage, wie man Zusammenhalt aufbaut. Und das heißt, auch eine solche starke existenzielle Bedrohung ist
ist natürlich auch gar kein Garant dafür, dass Gesellschaften tatsächlich auch zusammenrücken und dass man eine Polarisierung irgendwie überwinden kann. Das sollte sie auch nicht sein, weil eine Resilienz muss eigentlich aus sich herauskommen, sozusagen. Ne? Aber was wir durchaus lernen können, ist, dass man sich sehr viel klarer natürlich auf den Weg gemacht hat in Richtung einer Europäisierung in der Ukraine, dass aber auch das Baltikum hier klarere Vorstellungen hat und dass diese Gesellschaften heute auch viel selbstbewusster sagen, in welche Richtung sich Europa weiterentwickeln könnte aus ihrer Perspektive. Ne? Also wir sehen sozusagen so eine Art Veröstlichung der Europäischen Union in dem Hinblick, dass wir da viel selbstbewusstere, viel stärkere Stimmen aus dem Osten hören, die viel deutlicher auch Ideen darüber äußern, nicht nur wie Europa sich selbst verstehen sollte, wie wir uns als Gesellschaften selbst verstehen sollten, sondern beispielsweise wie auch Prozesse, wie Institutionen in Europa sich entwickeln könnten. Und das sind durchaus Entwicklungen in diesen Gesellschaften, Narrative sozusagen, die, glaube ich, ein gutes Vorbild sind, weil sie deutlich machen, dass Gesellschaften durchaus in der Lage sind, auch eine Priorisierung vorzunehmen, was brauchen wir, um zu bestehen, was brauchen wir, um demokratisch zu bleiben oder im Falle Polens, um wieder demokratischer zu werden, was brauchen wir, um als Europa tatsächlich im Frieden weiterleben zu können. Und da sind diese Gesellschaften viel, viel klarer und versuchen eigentlich auch also einer stärkeren Polarisierung eher aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise das aufzugreifen. Und was bei diesem Begriff der Resilienz spannend ist, ist, dass wir häufig noch so die Vorstellung haben, Resilienz ist etwas, eine Art Eigenschaft, die sich wiederherstellt, nachdem es eine Krise gab. Ne? Also man haut sozusagen auf einen Ball drauf, in dem Moment des Draufhauens verformt er sich und resilient ist er, wenn er dann wieder danach in Ballform ist, wenn er wieder rund ist. Aber was wir lernen können, gerade in Mittel- und Osteuropa, ist, dass Resilienz eigentlich eine Transformationseigenschaft ist. Ja, es ist eine Kapazität zu schauen, welche Teile eines Systems, einer Gesellschaft müssen wir ändern, um als solche bestehen zu können. Also an welchen Stellschrauben kann man was verändern, damit der Kern einer Gesellschaft, beispielsweise ihr demokratischer Charakter oder eben auch die pure Weiterexistenz als Gesellschaft mit einer bestimmten Sprache, mit einer bestimmten Kultur und so weiter, um das zu sichern. Wo kann man Dinge verändern, um demnächst auch die nächste Krise gut zu überstehen? Und dieses vorausschauende Denken, diese Art von Transformationsdenken sozusagen, das ist, glaube ich, etwas, was wir uns unbedingt auch abschauen könnten, weil es auch mutiger macht für Veränderungen, die da kommen mögen. Und ehrlich gesagt, wenn wir uns in Deutschland viele Diskussionen anschauen, zum Thema Anpassungen, zum Thema Transformation, sei das Klima, sei das Frieden in Europa, sei das auch soziale Fragen, dann sehen wir hier eine wahnsinnige Schockstarre, eine wahnsinnige Veränderungsangst. Und resiliente Gesellschaften haben nicht eine solche Veränderungsangst, sondern sie gehen Veränderungen an, indem sie versuchen, sie zu gestalten, indem sie versuchen, sich zu transformieren. Und das ist der eigentliche Kern von Resilienz. Und da können wir sehr, sehr viel von Osteuropa lernen. Vielen Dank. Herr Rudolph. Ja, also ich würde mich anschließen und ich will es nur vielleicht am Beispiel von Polen noch mal ein bisschen veranschaulichen. Die Polen haben jetzt gerade vor Ende letzten Jahres Wahlen gehabt, haben Regierungswechsel gehabt, sind diese PiS-Regierung losgeworden und die sind wirklich noch in der Situation, wo die neue Regierung jetzt im Grunde versucht, die Rechtsstaatlichkeit und die demokratischen Institutionen wieder aufzubauen. Und der Ministerpräsident Tusk und der Präsident Duda, die liegen wirklich sehr weit auseinander. Nicht nur in jetzt politischen Einzelfragen, über die man in der Demokratie streiten kann, sondern die streiten sich wirklich darum, welches Gericht ist legitim, welche Gesetze dürfen angepasst werden und so weiter. Und trotz dieser extremen Polarisierung im Innern sind sie letzte Woche zusammen nach Washington gereist, um gemeinsam zu kommunizieren. Wir haben ein sicherheitspolitisches Interesse, das steht über diesen innenpolitischen Differenzen, die uns trennen. Und sie wollten das nach außen deutlich machen. Und daraus spricht für mich so ein Selbstbewusstsein. Und deswegen habe ich eben eingangs auch gesagt, eine Politik gegen Russland muss die Erfahrung dieser, nicht nur Erfahrung, auch den politischen Einsatz dieser Länder mitnehmen. Der kommt eben, das teile ich, was Frau Borschek sagt, das ist tief verankert, dass im Fall von Kohlen geht das wahrscheinlich zurück bis zu der Solidarność-Erfahrung, das alte kommunistische Regime gestürzt zu haben. Aber es kommt ganz aktuell auch hinzu, wirklich das Selbstbewusstsein eines Landes,
ist, dass demnächst 4% seines BIP für Verteidigung ausgeben wird, eines Landes, das 1 Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben wird. Und dem müssen wir Rechnung, das müssen wir in Rechnung stellen. Vielen Dank. Jetzt ist skurrilerweise diese Panelstunde noch schneller vergangen als die vom letzten Panel. Deswegen muss ich Sie quasi schon mal zum Schlussstatement aufrufen. Ich habe beim letzten Panel gefragt, was man sich denn vorstellen kann als quasi in einem Wunsch-Optimismus-Szenario, was für Faktoren tatsächlich in Europa doch noch einen so positiven Einfluss auf diese Prozesse haben könnten, dass wir vielleicht langfristig nach diesem Krieg irgendwie zu einer stabilen Friedensordnung kommen. Das wäre so quasi die Aufgabe, die ich Ihnen gerne für das Schlussstatement geben würde. Wer will anfangen? Ich kann gerne anfangen. Für mich ist die Antwort relativ einfach. Und das heißt, gemeinsames, geschlossenes Handeln der Europäer. Und dazu gehört ein Aspekt, über den wir jetzt in diesen anderthalb oder zweieinhalb Stunden gar nicht gesprochen haben, nämlich wirklich Stärkung der EU im Innern, in ihrer Handlungsfähigkeit, in ihrer Fähigkeit, auch ehrlich gesagt, die wirtschaftlichen Grundlagen dafür zu schaffen, dass wir nach außen stark handeln können. Das ist ein Bereich, der ist jetzt in der Diskussion, den konnten wir nicht vertiefen, aber das gehört dazu. Und dazu gehört auch, mehr noch als sozusagen irgendeine rechtliche Veränderung, die politische Gestaltungswille nach außen als Europäische Union gemeinsam zu handeln. Und ich finde, das ist bisher gar nicht so schlecht gelungen, bei allem, was man jetzt über einzelne in Europa sagen kann, die da gelegentlich immer ausgebrochen sind. Das ist ganz gut gelungen mit den Sanktionen, mit den Waffenlieferungen an die Ukraine. Und wenn jetzt die neuen europäischen Institutionen nach den europäischen Wahlen neu aufgestellt werden, wenn das sozusagen das Arbeitsprogramm der EU wird, dann ist mir gar nicht bange, dann sind wir ganz gut aufgestellt. Vielen Dank, das war optimistischer, als ich es, gebe ich zu, formulieren würde. Susanne, bitte. Ja, dann greife ich genau das auf und sage, mir fällt es gerade unheimlich schwer, etwas Optimistisches zu formulieren, einfach weil ich glaube, wir lügen uns gerade massiv in die Tasche. Ja, wir können irgendwie, wir finden es alle toll, wie super resilient die ukrainische Gesellschaft ist, und das ist absolut bewundernswert und das ist spektakulär und das ist großartig, wie diese Gesellschaft sich wirklich zäh und unglaublich mutig und engagiert verteidigt. Und wir stellen fest, ja, Europa ist zusammengerückt, ja, der Krieg hat nicht zur Spaltung Europas geführt, sondern dazu, dass sich alle untergehakt haben und dass Dinge möglich geworden sind, von denen wir nie geglaubt hätten, dass sie möglich sind, dass wir gemeinsam Waffenlieferungen koordinieren können, dass wir wirklich große Sanktionen verhängen können und so weiter. Das ist alles total gut und toll. Aber es ist meilenweit von dem entfernt, was wir real brauchen. Und was wir real brauchen, das ist, da muss man sozusagen, ich will es nicht sagen, vom Ende her denken, ja, das ist ein schlechtes Beispiel, aber was wir tatsächlich im Blick haben müssen, ist, wir können nur zu einer europäischen Friedensordnung kommen, wenn Russland, und das muss man so hart sagen, wenn Russland kapituliert, wenn dieses Russland mit dieser Idee, sich die Ukraine einzuverleiben und Europa dauerhaft zu destabilisieren und mit Krieg zu überziehen, wenn dieses Russland kapituliert, auf welche Art auch immer, mag es sein, dass es ein anderes Russland gibt, dass sich intern Dinge verändern, dass es so heftige Ereignisse gibt an der Frontlinie, so große, große Ereignisse, Siege der Ukraine, dass es sich zurückzieht, was auch immer. Aber mit dieser Art von Russland können wir nicht optimistisch sein und wird es keine Nachkriegs- und Friedensordnung geben. Das ist das Wichtige. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Und wir lügen uns weiter auch in die Tasche, wenn wir uns dreimal auf die Schulter klopfen und sagen, toll, Deutschland ist ja der größte Waffenlieferant. Es reicht nicht für dieses Ziel, es reicht nicht dafür, diesen unglaublichen Aggressor von seiner Aggression abzubringen. Und deswegen müssen wir hier eigentlich nicht optimistisch sein, sondern wir müssen wirklich klar sagen, es braucht viel, viel, viel mehr Engagement, um Frieden wiederherzustellen auf diesem Kontinent. Und dafür ist die Bedingung, dass Russland, und das hat ja Medvedev neulich
als Affront gesagt, dass Russland sich in seinen völkerrechtlich anerkannten Grenzen von 1991 wieder zurückfindet. Medvedev hat gesagt, der böse Westen möchte uns zu einem Rückzug in die Grenzen von 1991 zwingen, wo man sagen muss, ja, genau, das sind eure völkerrechtlich verankerten Grenzen. Das ist kein Zurückdrängen, sondern das ist mal bitte ein Anerkennen des Völkerrechts. Aber da müssen wir hinkommen und deswegen braucht es unglaublich viel. Was wir sehen in der Ukraine, ist eine Gesellschaft, die extrem resilient und mutig ist, das wiederhole ich gerne nochmal, aber auch eine Gesellschaft, die, wenn wir nicht aufpassen, einen jahrelangen Krieg weiter erleben wird. Und wir müssen ganz klar sagen, es ist eine Art Afghanistanisierung der Ukraine, mit der wir rechnen müssen. Ja, wir haben eine hochtraumatisierte Gesellschaft schon jetzt. Es gibt Millionen Menschen in der Ukraine, die so traumatisiert sind, dass sie dringend psychische Unterstützung, psychische Therapien brauchen. Das ist überhaupt gar nicht alles leistbar. Wir haben Stand aktuell knapp einen Wiederaufbaubedarf von knapp 500 Milliarden Dollar. Das ist mehr als ein gesamter Jahresbundeshaushalt. Das wird täglich mehr. Das sind alles riesige Summen, riesige Anstrengungen. Und es geht aber momentan eher noch in die Richtung weitere Zerstörung, weitere Menschen, die traumatisiert sind. Und wir sehen auch nicht, dass die ukrainische Armee irgendeine Möglichkeit hat, dass dort mal eine Truppenrotation stattfindet. Die Leute sind ausgebrannt. Sie kämpfen weiter, aber sie sind ausgebrannt an dieser Frontlinie. Und das ist eine Situation, die mich überhaupt nicht zum Optimismus veranlasst, sondern ich glaube, was uns klar sein muss, ist, wenn wir zu einem Nachkriegseuropa kommen müssen, dann müssen wir die Ukraine nicht mit dem ausstatten, was wir können, sondern mit dem ausstatten, was es braucht, damit sie so schnell wie möglich Russland besiegt, in seine Schranken von 1991 weist. Und wie Carlo Massala das vorhin auch richtig gesagt hat, wirklich, dass sie dazu beiträgt, dass dieses letzte Kolonialreich Europas zerfällt. Aber das zerfällt nicht alleine, sondern das zerfällt nur, wenn wir noch viel stärker als bisher uns unterhaken und das auch wollen. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir noch lange über den Tag X und danach sprechen. Wie wird es wohl sein? Wie wird wohl die Nachkriegswelt aussehen? Da müssten wir erst mal hinkommen zu diesem Punkt X, zu diesem Tag X. Und wenn wir uns darüber nicht konkrete Gedanken machen, dann brauchen wir auch über die Nachkriegssituation noch nicht lange zu reden. Vielen Dank. Ich ergänze einen einzigen Satz, der leider auch nicht so richtig zu meiner Optimismusansage passt. Wenn man die deutsche Leistung an unserer Wirtschaftsleistung misst, dann sind wir eben leider überhaupt nicht mehr bei den vorderen Unterstützern, sondern ganz weit hinten in der Rangliste. Ich danke ganz herzlich für die Teilnahme an der Diskussion. Wir haben natürlich auch hier wieder nur Sachen zum Teil anreißen können, die man noch ewig vertiefen könnte. Aber danke, dass Sie dabei waren und mitdiskutiert haben. Und ganz zum Abschluss danke ich auch noch der Petra Kelly Stiftung und denen, die dort besonders mitgewirkt haben, jetzt an dieser Veranstaltung. Einmal Ingo Henneberg, der mich jetzt hier mit den Fragen zuspielen mit unterstützt hat während der Veranstaltung. Bianca Dietz, Jonas Jaras und auch Wiebke Stadler. Vielen Dank und ja, das war's. Dankeschön. Schönen Abend noch.